Wir haben heute den 23.08.2016. Das ist der 18. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Und wir möchten damit beginnen, dass wir uns erstmal austauschen über die Ergebnisse in Bezug auf den MAGRAV-Generator. Und ich denke, einige von euch konnten das gut verfolgen. Ich leider nicht, weil ich die Woche viel zu tun hatte. Insofern würde ich euch da bitten, wer da die aktuelle Entwicklung mitbekommen hat, einfach sein Mikrofon zu öffnen und mal zu erzählen. Ja, schade, dass der Joe nicht da ist. Der könnte natürlich am meisten erzählen. Aber vielleicht kann der Josef was sagen. Josef, du warst doch mit beim Joe dabei, oder? Josef, dein Mikrofon ist offen, aber wir hören dich nicht. Hallo, dann liegt es noch an der Kabelfernbedienung. Leider Gottes bin ich nicht beim Joe dabei gewesen. Ich habe es nur über Facebook verfolgen können und soweit ich bisher gesehen habe, hat es noch nicht geschafft. Na, ich denke auch, das wäre längst in unserem Gruppenchat gelandet, wenn es einer geschafft hätte. Ich verfolge auch den Skype-Chat von der Gruppe, die der Rick aufgesetzt hat. Aber da gibt es auch noch keine Erfolgsmeldung, was jetzt diese, zumindest was die 220, 240 Volt anbelangt. Was die 110 Volt anbelangt, das habe ich jetzt nicht so verfolgt. Ich habe jetzt den Joe mal eingeladen, zu unserer Sitzung, aber bisher habe ich noch keine Rückmeldung von ihm bekommen. Ja, also mich wundert es ehrlich gesagt auch nicht, dass das nicht gleich läuft, weil ich denke, dass die gesamte Strecke, alles was zum Heartbeat gehört, und das sind ja in dieser Schaltung die Kompressoren, dass man die Zeit abwarten muss, bis das nano-gecoded ist. Aber Ja. wir haben am letzten Mittwoch eine Ersatzschaltung für die Kompressoren entwickelt und wir haben sie gestern am Joe durchgegeben. Der René war noch dort mit den Messgeräten und möglicherweise konnten die Eigenfrequenz von dem Magraph und den Kapazitäten bestimmen. Also, wenn ich das richtig sehe, dann würde ich diese Schaltung in zwei Ebenen einteilen. Also zum einen haben wir das herkömmliche elektrische Bild, was wir kennen, der Strom, der Materiezustand. Und dann ist der Plasmazustand. Den würde ich mal überall dahin tun, wo die Nanokodierung ist. Also das würde für mich bedeuten, dass man den Magraph und die Kapazitäten, die ja parallel sind, dass man dieses Gebilde, dass man da die Eigenfrequenz bestimmen muss, und die kann bei jedem anders sein, ne? Jeder baut das Ding anders, jeder hat andere, leicht andere Ganze und so weiter. Also es wird nicht so sein, dass eine Frequenz für alle gilt. Wenn man diese Eigenfrequenz hat, dann kann man mit ungecodeten Sachen, also im Materiezustand, kann man praktisch den Materiezustand von dem Magraph, der also in beiden Zuständen ja vorhanden ist, kann man dann anregen, kann man zum Schwingen bringen. Und ich vermute, dann setzt das Plasma ein. Und sobald der Startkreislauf oder die linke Seite, bei uns war es auf der linken Seite, das was noch ungecodet ist, sobald das gecodet ist, ist möglicherweise hört der Herzschlag dann nicht mehr auf. Aber Richard, Ja.
Hat der Herr Kescher, der hat auch mal gesagt, wo wir mit ihm am 1. Juli zusammen telefoniert haben, da habe ich ihn mal gefragt wegen Konditionierung, wenn du dich erinnerst. Und da hat er gesagt, der Generator würde keinerlei Konditionierung benötigen, falls sich irgendjemand an dessen Meeting erinnert. Also muss es ja eigentlich nicht mehr nur gecodet werden. Das heißt, der Markkraftgenerator nehme ich im Betrieb. Von mir aus mache ich einen Start, der ein paar Minuten dauert, hängt das Ding ab und dann läuft das Teil. Ja? Ich glaube nicht, dass man wie beim Reaktor Ewigkeit warten muss, um irgendwas Nano zu coden. Glaube eher nicht. Also gut, also wenn er da vom Generator gesprochen hat, ich bin nicht sicher von welchem. Ich denke, dass er da von dem gesprochen hat, der verkauft wird. Und da, es sind ja keine Kompressoren drin, bei dem ist bereits alles Nano gecodet. Wir haben es ja schon gesehen, das sind zwei Spulen, die so verschaltet sind, dass sie irgendwie wie ein Herz schlagen. Ja? Vielleicht kann jemand das Bild einblenden, Mario, wenn du das vielleicht hast. Ich denke, dass er von dem Generator gesprochen hat und das ist dann kein... Ja, der hat von den Generatoren gesprochen, die aus der Fabrik rauskommen, das ist richtig, ja. Ja, welches? Das Innenleben von dem neuen Generator, das haben Sie schon vorgestellt, im 132. bei der Pressekonferenz zum Beispiel. Und im 133. hat es auch nochmal gezeigt. Da liegen zwei Spulen sich gegenüber. Und eine dritte Spule, die ist oben. Erinnerst du dich an das Bild? Ich habe das nicht parat jetzt. Ich würde noch mal gerne da was zu sagen. Ich bin der Toni und ich kann meinen Screen nicht sharen, weil der Mario den jetzt wohl gerade aufgemacht hat. Genau das Gleiche wollte ich auch tun, weil ich habe das Foto gefunden. Jo, ich habe es beendet. Ich habe hier noch mal meine vereinfachte Zeichnung aus dem letzten Mal ergänzt um die Startereinrichtung. Und damit hat sich für mich nochmal ein komplett anderes Bild gezeigt, aus der elektrischen Sicht. Klar, ich beschreibe das erstmal nur aus der elektrischen Sicht. Ich will es mal jetzt erläutern, was ich sehe. Ich habe mich auch mit dem Frank aus Frankfurt kurz geschlossen und er hat recht mit einer Sache, die er mir gemeldet hat, nämlich, dass der linke Kompressor entweder einen kleinen Zeichnungsfehler hat oder es ist unkritisch, wenn der Kompressor mit seinem normalen Stecker in die Steckdose gesteckt wird. Also, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Zunächst will ich drauf eingehen auf diese Startereinrichtung. Also ich habe hier diesen Schalter mit den Kontakten AC und AB eingezeichnet und hier unten diese zwei Kreise, das soll einfach nur eine Spannungsquelle darstellen, also praktisch die Energieversorgung, unabhängig davon, wie sie dann im Endeffekt ausgeführt ist. So, wenn ich also den Schalter von A nach B geschlossen habe und hier eine Energiequelle habe, im Sinne von, was brauchen jetzt die Kompressoren an Spannung und an Strom? Passiert Folgendes. Der Strom von dieser Quelle fließt also von diesem Neutralleiter über den Kontakt A, über den Kondensator C an die Starterspule des Kompressors B. Sie fließt weiterhin über den noch geschlossenen oder relativ niederohmigen PTC an diese sozusagen, an diese Phase, an diese Plusleitung und versorgt damit einerseits die Kompressorspannung für den Rannenbetrieb von Kompressor B und versorgt dann komplett Kompressor C mit seinem Start und seiner Rannspule. So, wir haben ja dann in den Erklärungen deutlich und öfters gehört von diesem sogenannten Klicken. Deswegen, und der Joe ist auch drauf gekommen, dass es eben verschiedene Kompressortypen gibt, die eben teilweise eben mit einem tatsächlichen Kontakt ausgerüstet sind, der dann eben klickt. So, wenn jetzt der Kontakt klickt, passiert eigentlich Folgendes, dass nämlich der sich öffnet. Das heißt, so wie es jetzt hier gezeichnet ist, der Kontakt öffnet sich und das wiederum bedeutet, dass eben die Spannung erstmalig über den Plasmakondensator oder die vier durch die Spulen, die ich hier als nur eine dargestellt habe, eben die Spannungsversorgung übernehmen für Kompressor B und für Kompressor A. So,
Und dann kommt sozusagen der Moment, in dem umgeschaltet wird von der Startphase auf die Betriebsphase. Der Schalter wird von AB nach AC, so wie jetzt hier gezeichnet, umgeschaltet. Und das führt jetzt zu folgendem Interessanten, nämlich erstens die Start der Spule von Kompressor B mit Kontakten C und S und der Kondensator C1 werden kurzgeschlossen. Das heißt, die haben keinerlei elektrische Funktionalität mehr. Dafür wird sozusagen die Magraff-Einheit, bestehend aus den Plasmakondensatoren und den Magraff-Spulen, direkt mit dem Neutralleiter, also dem Minuspol, verbunden, sodass eben diese Magraff-Unit eben zwischen Plus und Minus existiert. Der Kontakt muss natürlich offen sein. Schließt er sich wieder oder wird sich der Widerstand verringern, hat es einen starken Einfluss auf eben elektrisch gesehen diese Magraff-Unit. Darf ich da kurz was zu sagen? Ja. Okay, sorry, Frank aus Frankfurt. Ich möchte nicht, dass sich das festsetzt in den Gehirnen, dass wenn AC geschlossen ist, die Startspule und C1 in sich geschlossen sind, aber sie sind nicht kurz geschlossen. Das bedeutet nur, dass die Spule trotzdem arbeiten kann, aber sie arbeitet gegen die Last eines Kondensators, was für die Phasenlage zwischen Strom und Spannung verantwortlich ist. Also dass C1 und die Startspule vom Kompressor B dann ohne Funktion sind, sollte so sich, glaube ich, nicht festsetzen. Denn der Punkt S kann weiterhin spannungs- und strommäßig arbeiten. Das kann entscheidend sein. Sorry, ich habe nachher noch mehr. Ja, aus deiner Sicht hast du nur recht, wenn wir berücksichtigen eine induktive Übertragung von der Spule, von der Randspule auf diese Start der Spule. Ansonsten sehe ich da keine Chance. Ja klar, das ist ja unvermeidlich. Die sind ja übereinander gewickelt. Die sind ja, wie wenn man zwei Ringe übereinander zu legen versucht, die sind ja miteinander verschränkt. Da gibt es immer eine Wechselwirkung. Auch über den Rotor. Also die Spulen sind mit Sicherheit aktiv. Selbst wenn du jetzt den kurz schließen würdest, wirst du an S und C immer noch eine beträchtliche Spannung messen. Also jetzt nochmal so weit. Okay. Ja. Was sich da vielleicht noch als Gefahr auftut, ist, oder was wo es mir da ein bisschen den Magen bei rumdreht, ist, dass wenn der PTC jetzt geschlossen ist, oben, wo dein Cursor ist, und AC auch geschlossen ist, dann haben wir Kurzschluss zwischen Plus und Minus. Ob das so richtig gut sein kann, kann ich mir nicht vorstellen. Es könnte lediglich sein, dass, da gehe ich nachher, Hypothesen nehmen wir nachher auseinander. Halte ich mich jetzt erstmal zurück. Du willst ja auch deinen Redefluss erstmal oder deinen Gedanken zu Ende führen. Darf ich auch nochmal eine Frage stellen? Im letzten Schaltbild, das wir letzten Mittwoch gemacht haben, ich glaube, der Norbert hat das gemacht, da waren die Plasmakondensatoren und die Magraff-Spule parallel, soweit ich gesehen habe. Und hier sind sie in Reihe. Ich habe das auch gesehen und ich sehe das, er hat das ja mit einer heißen Nadel während dem Zoom-Meeting gezeichnet. Er hat aus meiner Sicht da halt einen kleinen Fehler in seiner Zeichnung drin. Aber bitte, er soll das gerne nochmal prüfen oder jeder, wer auch immer. Ich sage nicht, dass es dass jetzt hier die absolute Wahrheit steht, sondern ich habe es so abgezeichnet und ich habe auch versucht, sorgfältig vorzugehen und ich konnte in Ruhe da vorgehen und musste nicht während eben so einem Meeting da schnell irgendwas zusammenzeichnen. Ja, sehr gut, Tom, Toni. Ausgezeichnet. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Gell? Danke dir. Okay, jetzt gehe ich nochmal auf den Kompressor A ein. Der Frank hatte eben mir geschrieben, ja, also irgendwie macht es keinen Sinn, dass von dem Neutralleiter, von dem Minus, eben das hochgeht zur Start der Spule und von da aus eben über den PTC, über die Randspule. Normalerweise müsste dieser Strich rechts sein, nämlich auf die Randspule. Das ist das, was Sinn macht, weil der Sinn von dieser ganzen Konstruktion ist folgender. Wenn der Kompressor kalt und aus ist und die... Toni, das war jetzt ein bisschen schnell. Von welcher Linie kannst du die nochmal anzeigen?
im Grunde von, also es geht darum, dass die R-Spule und hier dieser Kontakt an den PTC mit dem Neutralleiter verbunden ist und diese Linie gehört heraus. Ah ja, okay. Weil der Anlauf von dem Kompressor geschieht eben durch Unterstützung dieser Starterspule. Und das heißt, am Anfang ist halt über den kurzgeschlossenen PTC sowohl die Randspule als auch die Starterspule eben mit Spannung versorgt. Schaltet dann eben der PTC aus, läuft der Kompressor allein über die Randspule weiter. Und die Startspule wird sozusagen unterbrochen oder stark vom Strom reduziert, wenn es halt jetzt sich um echten PTC handelt. Genau, aber das ist, wie gesagt, nur relevant, wenn man das selber zusammenschaltet und nicht den vorhandenen Stecker eines Kühlschranks verwendet, weil da ist es mit Sicherheit richtig geschaltet und nicht so wie hier gezeichnet. Dazu möchte ich noch kurz was ausführen, wenn ich darf. Okay, wenn man so einen Kompressor auseinander nimmt und versucht rauszufinden, welches jetzt S und R ist, dann müsste man den Kompressor komplett auseinanderfummeln, weil diese Sachen ziemlich verbaut sind. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die das Blueprint gemacht haben, ihren Aufbau nicht komplett zerfetzt haben und zerrissen haben und alles auseinandergebaut haben, um die beiden Buchstaben S und R rauszuziehen, sondern einfach wissen, okay, da ist ein C in S und ein R und haben eben die Buchstaben so, hätte ich jetzt mal fast frei Schnauze dazu getan. Insofern halte ich es für wahrscheinlich und möglich, dass einfach, siehe Kompressor A, die Buchstaben S für Start und R für Run einfach vertauscht wurden. Das ist eine ganz einfache Erklärung dafür, eine ganz logische und praktische Erklärung dafür, die hier so in der Form einfach passiert ist. Ist ja weiter nichts Schlimmes. Gut. Ja, da gehe ich auch davon aus. Ja, danke. Wir müssten die Blueprints ändern. Ja, man muss das nicht alles so ernst sehen. Das geht auch viel über Intuition und auch über Einfachheit. Ja, nicht jeder robbt ja jetzt seinen Kühlschrank auseinander, um jetzt da genau auf S und R genau anzuschließen, sondern man nimmt halt seine zwei Kühlschränke, hängt sie über Kreuz in die Dreifachsteckdose und dann hat man eigentlich schon das, was alle anderen auch wollen. Zu Anfang war ein Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, und ich glaube, so sind die ja auch darauf gekommen, dass eben irgendwo in einer Wohnung eine Tiefkühltruhe und ein Kühlschrank über Kreuz in der Dreifachsteckdose gesteckt sind und der Magraf irgendwo sollte ja an den Kühlschrank angeklemmt werden oder in die Nähe vom Kühlschrank. Und dann lief das Zeug halt 2-3 Monate und dann haben sie irgendwann die Sicherung mal rausgehauen und dann lief das weiter. Und dann habe ich gedacht, ach ja, und das lief schon monatelang, bevor der Generator so richtig zum Laufen kam. Und dann kam mir auch der Gedanke, ja, der Magraf vom Douglas, der ist ja auch schon monatelang gelaufen, bevor er den in den Generator eingebaut hat. Also unsere Idee oder unser Wunschdenken, wir hauen jetzt die drei Teile zusammen, schalten die ein und das läuft, ist irgendwie abwegig. Sondern wir müssten die Schaltung erstmal ganz normal betreiben, so mit dem Magraf irgendwo auch mit eingeschaltet und die Kompressoren irgendwo mit eingeschaltet und laufen und hin und her. Und dann nach ein paar Tagen, paar Wochen, paar Monaten, dann wird das alles so weit gecodet sein, dass sich die ganzen Geschichten eingelaufen haben. Ich glaube, das ist ein durchaus interessanter Aspekt und ist vielleicht auch wichtig. Zurück in die Runde. Ja, ich stimme dem zu. Also zunächst müsste man eigentlich prüfen, ob diese Magraf-Konstruktion funktioniert. Das ist der wesentlichste Aspekt. Ich habe das dem Joe auch geschrieben. Das ist das A und O eigentlich. Und danach kann man eben diese Konstruktion mit den Kompressoren dazuschalten und dann schauen, was passiert. Das hatte ich ihm auch gesagt. Und der Harald hatte mir mal eine Mail geschickt, weil er auch sehr breit mit seinen Wissenstests
immer interessiert ist. Er sagte, bei seinem Magraff, wenn er einen Geigerzähler daneben packt, sagen wir mal, und der Magraff ist eingeschaltet, dann geht bei ihm die Messung der natürlichen Radioaktivität um ja, so 30%, 40%, 50% zurück. Das schafft man normalerweise nur mit einem meterdicken Bleigehäuse. Und deswegen als Fortsetzung davon habe ich dann dem Joe geschrieben, pass mal auf, nimm doch mal den Geigerzähler raus und leg ihn auf deinen neuen Magraff. Vielleicht ist der noch gar nicht so richtig aktiv. Kann ja sein. Oder vielleicht wirken sich die Kondensatoren anders aus und der Magraff hat noch gar nicht sein, ich sag mal in Anführungsstrichen, lebendiges Feld entwickelt. Das war nur so ein Gedanke von mir. Zurück in die Runde. Ja, Frank, ich finde es eine sehr interessante Information, weil ich mich schon immer gefragt habe, wie kann man dann überhaupt feststellen, ob das Feld da ist. Ich habe natürlich auch bei diesem Original-Magraff bei mir diese berührungslose Spannungsmessgerät, das man eben auf zwei Empfindlichkeitsstufen stellen kann. Das gibt zwar was eine Auskunft eben über das elektromagnetische Feld um den Magraff, aber natürlich nicht um das Plasmafeld. Und wenn wir tatsächlich mit dem Geiger-Müller-Zähler da was Signifikantes feststellen könnten, wäre das eine ganz tolle Sache. Also so wie es aussieht, ist das Dämpfungsfeld oder der Raum, in dem diese Dämpfung der natürlichen radioaktiven Strahlung stattfindet, durchaus so groß, dass man da also mehrere Geigerzähler dann unterbringen kann. Das ging so um 1-2 Meter. Und das, weil auch ich suche händeringend nach irgendetwas, wo ich sagen kann, okay, bitte gib mir irgendwas, wo ich innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten messen kann, okay, das Ding tut irgendetwas, was man von ihm im ersten Moment nicht erwartet, wodurch eben dann die grundsätzliche Funktion sichergestellt ist. Denn diese ganze elektrische Messerei, da würde ich zustimmen, dass das Blödsinn ist, wenn man jetzt ein neues Feld aufmacht in Sachen Plasma. Wir haben die Messgeräte nicht dazu, wir haben die Qualitätssicherungsmaßnahmen nicht dazu, wir verstehen eigentlich von der ganzen Sache so gut wie gar nichts und rühren mehr oder weniger im Urschleim, was ja eine tolle Sache ist, macht ja auch irrsinnig Spaß. Aber irgendwo sucht man natürlich im Urschleim nach festen Bröckelchen, an denen man sich halten kann. Und da fand ich das mit dieser natürlichen Radioaktivität, Dämpfung, doch sehr, sehr interessant. Also ich mache jetzt seit 4 Monaten, ich habe mir sofort wieder einen Geigerzähler zugelegt. Ich hatte vor 20 Jahren schon mal einen und habe gemessen, wenn ich versuche, die natürliche Radioaktivität zu dämpfen, schaffe ich mit allen möglichen Tricks und Ösen nicht mehr als 10% wegzubringen. Also wenn ich das Geiger-Müller-Zählrohr in ein 20 cm Wasserumgebung schaffe, also ich hänge das Ding in einen 20-Liter-Kanister rein, in eine Trinkflasche, die jetzt dicht ist, damit das Zählrohr nicht absäuft, dann schaffe ich also 10%, vielleicht 20, dann muss aber schon alles richtig optimal zu und dicht sein. Wenn dann jemand kommt und mit irgendeiner Maßnahme, die nicht heißt 2 Meter Blei rundherum, mit dieser Maßnahme dann in der Lage ist, 30%, 40%, 50% der natürlichen Radioaktivität wegzunehmen. Ja, ich habe dann eben nicht mehr 1200 Ticks, sondern nur noch 500 oder 600, dann ist das eine Sache, die man grundweg nicht wegdiskutieren kann. Das ist ein beinharter Beweis. Und deswegen gehe ich so hinter diesem Ding her und mache meine Vergleichsmessung. Was kann ich alles machen, um das zu dämpfen? Ich schaffe nicht mehr als 20%. Auch dein Terror ist auch dein. Ja. Ja, bitte. Achso, okay. Gut, also ich denke mal, das sollten wir weiter verfolgen. Zurück in die Runde. Ist das jetzt ein Zufall oder was? Ich habe vor ein paar Wochen hat ein Freund mir einen Geiger-Müller-Zähler gebracht und hat gesagt, Toni, guck mal danach, der funktioniert nicht. Ich habe ihn dann repariert und dann habe ich ihn wieder mitgegeben. Und vor 2 Wochen bringt er mir ihn wieder und sagt, du, probier den mal bei dir aus. Ja, das Universum geht seltsame Wege, aber
fast nie in Ihre. Ja, und was ist jetzt mit dem Geigerzähler, Toni, von deinem Freund? Du hast ja, ich habe den, aber ich habe den jetzt, seitdem er den mir gebracht hat, noch nicht mehr eingeschaltet. Aber das werde ich jetzt natürlich dann gleich probieren, weil ich habe ja auch eine Original-Cache-Unit zerlegt und wieder zusammengebaut. Manche haben das Video gesehen über Kurzschlüsse in der Magraph-Unit. Also ich habe meine repariert und in Betrieb gesetzt und beobachte das seitdem bei mir im Haus. Kann aber noch nicht signifikant sagen, dass die jetzt funktionieren würde. Aber wir hören dann deine Strahlungsberichte demnächst. Das ist sehr interessant. Ja, also, das habe ich vor. Ja, also bei mir ist es so, ich habe jetzt monatelang Messungen gemacht, ganz bewusst mit allen möglichen Varianten und Tricks und Ösen. Ich habe üblicherweise 1200 Durchschläge. Also es ist so, dass die radioaktiven Teilchen, wir reden jetzt in dem Fall von Gamma-Partikeln, die fliegen halt in allen Richtungen durch die Luft. Und wenn die durch diesen Raum des Geiger-Müller-Zählrohrs, das ist im Prinzip nichts weiter wie eine Vakuumröhre oder eine Art Glimmlampe, wo in dem Moment, wenn jetzt ein ionisierendes Teilchen da durchfällt, bricht die Spannung an dem Zählrohr zusammen und es gibt draußen ein Klick, was man hört. Deswegen wird der Geiger-Müller-Zähler immer mit diesem Klicken im Hintergrund oder im Fernsehen oder wo immer man damit zu tun hat, macht immer Klack, 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 Klack. So. Und das sind ungefähr 1200 pro Stunde bei mir. Und wenn ich jetzt das Zählrohr in so einen großen Wassereimer rein tue, dann habe ich nicht mehr 1200, sondern 1000. Ja, das variiert. Die 1200 variieren zwischen 1100 und 1300 pro Stunde. Oder ich habe jetzt umgeschaltet auf 6-Minuten-Zyklus, das heißt eine Zehntelstunde. Dann habe ich Ergebnisse zwischen 99 und 135. Wenn ich den jetzt also, ich habe dann also nur eine 6-Minuten-Messung, eine Zehntelstunden-Messung. Wenn ich den also 6 Minuten zu einem Magraph lege und er hat eben dann nur noch 50 anstatt Minimum 90, dann ist das ein absolut unumstoßbarer Beweis. Und da gibt es auch niemanden aus der restlichen Physik, der da irgendetwas dran sagen kann, weil keiner kann das ohne, sagen wir mal, 30 Zentimeter Blei rund um das Geiger-Müller-Zählrohr erreichen. Das geht nicht. Da muss man schon über andere Methoden verfüllen, also so mal schnell mit 6 Trinkwasserflaschen um den Geiger-Müller-Zähler rum aufgebaut. Das bringt mit Mühe und Not 10-20%, wenn man wirklich gut ist. Und wenn der Magraph 30 oder mehr Prozent bringt, gibt es nichts mehr zu diskutieren. Und es ist ein einigermaßen schneller und sicherer Test. Zurück in die Runde. Hier ist eine Frage an Toni. Toni, hast du das in der Praxis schon ausprobiert? Ist deine Darstellung eine richtigen Funktionsweise? Ja, ich habe jetzt gerade angefangen zu schreiben. Okay, also meine Darstellung ist ja nichts weiter als der umgezeichnete Original-Blueprint-Plan. Ich habe nichts hinzugefügt und nichts hinweggenommen. Aber so kann ich oder jeder Elektriker verstehen, wie die Stromverläufe sind. Sonst nichts.
Wenn noch weitere Fragen bestehen, bitte in den Q&A-Bereich unten einmal draufklicken. Da kann man Fragen reinschreiben. Zwar nur Fragen, wenn es geht, keine Kommentare. Ja, wie sieht das aus? Rainer, weißt du da was, was Jackie geplant hat, wann die deutschsprachige Schulung losgeht? Gibt es da jetzt schon wieder was Neues? Oder was war die letzte Aussage? Also ich habe jetzt die Woche, wie gesagt, wenig Zeit gehabt und auch nicht mit Jackie gesprochen. Aber ich denke mal, dass die deutschsprachigen Schulungen dann gemeinsam mit dem neuen Semester, dem internationalen Semester wieder beginnen. Ich meine, das wäre jetzt im September oder ja, ich glaube ja, müsste ich selber noch mal nachgucken. Also kann man auf der KFSSI-Webseite sehen, wann das Semester losgeht. Das gibt inzwischen sogar auf Deutsch. Und ich glaube nicht, dass da vorher Aktivitäten passieren. Sag mal, Rainer, das ist doch aber so, dass man auf sämtliche Schulungen, die bisher gehalten wurden, vollen Zugriff hat. Stimmt das? Das stimmt, ja. Okay, da wollte ich nur noch mal, weil neulich jemand gesagt hat, das Jahr ist schon bald um und die 100 Euro, da würde man irgendwie benachteiligt. Und ich denke, das ist nicht so, weil man ja eben vollen Zugriff auf alles hat, was da bisher da war. Also das ist kein Nachteil. Selbst wenn man sich jetzt anmeldet und dann im Januar nochmal 100 Euro bezahlen sollte, man hat vollen Zugriff auf das gesamte Material, ist also keinerlei Nachteil. Hat man Zugriff auf das gesamte Material aller Jahre oder auf das ganze Kalenderjahr, für das man bezahlt hat? Rainer? Also meines Wissens ist es so, dass man auf das ganze Material Zugriff hat. Ich habe das jetzt in letzter Zeit nicht geprüft. Zumindest war das, was ich in Anführungsstrichen wollte. Und das wurde damals auch realisiert. Aber ich weiß nicht, ob das inzwischen wieder geändert wurde, weil, wie gesagt, ich bin da inzwischen nicht mehr verantwortlich. Das erste Semester vom Jahr 2015 war für mich zugänglich. Dort habe ich begonnen, das fehlende Wissen nachzuholen. Okay, also dann ist es wohl nach wie vor so, dass alles offen ist. Josef, wann hast du dich angemeldet? Jetzt in 2016, oder? April 2016 war es. Ja, also wunderbar. Alles klar, also dann hat man nicht alles geändert, was ich eben vorgeschlagen habe. Ach so, vielleicht mal zwischendrin eine kurze Information zu unserem Plasma Center hier. Der Besitzer des Hauses, der wurde also immer geldgieriger mit seinen Forderungen. Und wir haben deshalb den ersten Workshop, den wir eigentlich in unserem eigenen Plasma Center machen wollen, auf ein anderes ländliches Hotel verschoben. Damit wir uns dann nicht von dem Typ erpressen lassen, so nach dem Motto, jetzt muss das Geld auf dem Tisch liegen. Ich denke, einige von euch kommen ja, der ECMA ist auch schon da, den habe ich schon gestern vom Flug, vorgestern vom, was haben wir heute, den, nee, gestern vom Flughafen abgeholt und morgen kommen noch weitere an, also aus Deutschland. Sind fast die Hälfte deutschsprachige und die andere Hälfte spanischsprachige Leute da. Also das wird ein deutsch-spanischer Informationsaustausch. Hier sind noch Fragen. Wo wird das ganze Material zugänglich gespeichert? Also wer in der KFSSI angenommen wurde, der kriegt dort Zugangsdaten, der kann sich da auf der im internen Bereich einloggen und kann dort dann alle Videos sehen. Nächste Frage, die zweite Steckleiste war wie geschaltet? Kann das nochmal jemand erklären, am besten am Schaltplan?
denke, das bezieht sich auf die zweite Leiste, die für den für die 220 Volt Spannung notwendig war. Ich könnte da was zu sagen. Ja, gerne. Gut, ich mache nochmal gerade mein Video an. Schauen wir mal, ob das hier läuft. Falsche Kamera. Da. So. Ich habe hier nochmal das Schaltbild. Hier sind die Kompressoren. Ist das überhaupt zu sehen? Ja. Ah, okay, gut. Hier sind die Kompressoren, hier drüben die Startkiste, hier drüben der Magraf und die Kondensatoren. Und hier auf der linken Seite sind jetzt die Last-Steckdosen. Und ich denke mal, dass die Frage in Richtung zweite Steckdosenleiste so zu beantworten ist, dass einfach genau das Gleiche, was hier ist. Ich mache jetzt nochmal kleine Auszug da draus, also quasi nochmal eine zweite Leiste dazukommt und die hängt genau hier parallel an dem Rest dran. Vielleicht kann der Fragende da nochmal, ich male hier mal gemütlich weiter und gebe das Wort zurück in die Runde. Erzähl mal nochmal den Unterschied, Frank. Du hast es wunderbar erklärt neulich. Der Unterschied war nur der, dass gesagt wurde, diese zweite, ich mache hier jetzt mal so eine Punktesammlung davon, diese zweite soll komplett nano-gecodet sein und an dieser Seite sollen auch nur Lasten angeschlossen sein, die plasmaspezifisch sind, also Dinge, die für Essen gebraucht werden oder für andere Dinge, die zum Beispiel, man soll jetzt da seine Materieproduktion dann hier anschließen. Jetzt ist der Mikro zu. Frank, dein Mikro ist ausgefallen. Jetzt ist der Frank ganz weg. Da bin ich wieder. Ich glaube, mein Ding hat es verrissen hier kurzzeitig. Bin ich noch da? Ja. Deine Kamera ist an. Ja, Frank, wir hören dich. Du hörst uns nicht. Bin ich noch? Ja. Also wir sehen jetzt deine Kamera wieder, aber ich weiß nicht, ob hören tun wir dich im Moment nicht. Können wir in der Zwischenzeit mal den Günther fragen, was seine Experimente bezüglich der Verchromung von diesen Kontakten betrifft? Ja, hallo, servus. Du meinst wahrscheinlich das Nanobeschichten der Chromschicht. Da habe ich ja im Internet gefunden, also da hat er gezeigt, wie man Gold beschichtet. Derzeit habe ich eine komplette Steckdose in einer KOH-Lösung mit 1,5 Volt Spannung. Die wird morgen fertig sein. Schaut schon ganz gut aus. Ist, was man so durch das Glas sieht, alles schon kohlschwarz. Also mit KOH dürfte das funktionieren. Sehr gut. Und die Arbeit mit den Brücken hast du nicht gemacht? Nein, Brücken habe ich keine eingebaut. Das ist mir zu viel Arbeit gewesen. Also es ist, das Steckdosentauschen ist weit einfacher, als das mit den Brücken zu machen. Mein Elektriker hat es gut gemeint und die Kabel ziemlich kurz abgezwickt. Und da hat man nicht viel Spiel, da etwas umzutun. Wenn das so hinhaut, ja. wie das momentan aussieht, dann habe ich vor, einfach neue Steckdosen zu kaufen, diese gleich
beschichten, nanobeschichten und dann einbauen. Super, Günther. Vielen Dank. Bitte gerne. Hat schon vielleicht jemand hineingeschaut? Gleich eine Retourfrage in seine Steckdosen, ob da schon was schwarz ist. Also mein Magraf läuft erst seit 3 Tagen. Also da kann ich dir sicher sagen, dass das noch zu kurz ist. ganz was anderes. Um diesen Burschen da zu helfen bezüglich Kühlschrank. Ich habe mir da jetzt ziemlich viele alte Modelle zusammengesucht, die ich auch kurzfristig haben könnte. Nur ist das Problem, wahrscheinlich wird man das auch so gar nicht sehen, ob man das von außen sieht, dass das so ein Kühlschrank ist, als die Jungs brauchen. Bezüglich Kondensator und so. Könnte ich was dazu sagen? Sicher. Günther? Ja. Ich habe bei mir den Kühlschrank hinten auch mal von der Wand abgerückt. Eieiei, irgendwer will nicht, dass die Information zu uns rüberkommt. Scheint mir auch bald so. Ich bin wieder da, mich haut laufend raus, keine Ahnung. Aber ich hatte heute Morgen schon Ärger mit dem Internet, mit dem WLAN. Gut, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja. Du hast deinen Kühlschrank aufgemacht? Ja, mein Kühlschrank, wie du das weißt, ich habe meinen Kühlschrank aufgemacht hinten und habe mal den Deckel von der Elektro vom Schaltkasten abgehoben. Das kann man so ein bisschen mit dem Schraubenzieher und ein bisschen. Und dann habe ich also in den Schaltkasten reinschauen können, habe also im Schaltkasten einen kleinen Kondensator vorgefunden und so verschiedene andere kleine Teile, die ich also ohne das Ding jetzt komplett auseinanderrupfen zu müssen, habe identifizieren können. Das war insofern ganz gut. Man kann dann auch sehen, ob ein Starterrelais oder ein tatsächlich ein PTC verbaut ist. Also wenn man davon ein Bild macht, ein Foto und das hier in der Runde diskutiert, können wir das ziemlich sicher identifizieren, was abgeht. Zurück an euch. Das wäre super, weil da mache ich solche Fotos, also wenn das nicht so viel Arbeit ist, den Deckel darunter zu schlafen und das Ding, was Sie dann brauchen können, schiebe ich Ihnen nach Kärnten runter, ist mir egal. Das geht ganz locker. Das ist meistens, sind das Sachen, dass man einfach diesen Deckel so ein bisschen mit dem Schraubenzieher aushebelt. Man sieht ja ungefähr, wie der festgehalten ist. Denn die Leute, die jetzt einen Fehler suchen, die werden ja auch nicht erst die ganze Kiste auseinander rocken. Das kostet ja alles Geld. Also muss das relativ leicht zugänglich sein. Und das ist dann auch so, man kann also diesen Deckel abheben und dann sieht man schon ein bisschen, was da drin ausgeht. Jo, zurück an euch. Auch wenn selbstverständlich ist, wenn man an einem Kühlschrank, der noch in Betrieb ist, arbeiten will, Stecker aus der Steckdose. Klar, danke. Selbstverständlich. Immer erst rausziehen. Noch eine Frage zur deutschen Schulung. Ist das Anmeldeprozedere wahrscheinlich das gleiche? Also das geht eigentlich wahrscheinlich nur über die Cache-Anmeldung, wenn man da studieren will. Also die deutsche Schulung mitmachen will. Ist das richtig? Ja, sorry, Mario. Das ist dasselbe Anmeldeprozedur für international oder deutsche Schulung. Ich sag mal so, wir hier unter uns, ich meine, wir haben hier diesen Kanal, der ist zwar öffentlich, aber wir können natürlich sagen, wir bieten jetzt weitere Schulungen an, auch wenn die von jedem zugänglich sind. Ich sag mal,
Mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal, ob jemand als Student bezahlt hat oder nicht. Und wir reden hier über 100 Euro, also das ist auch nicht die Welt. Wir können ja auf jeden Fall was anleiern, ohne dass wir da irgendeine, in Anführungsstrichen, Erlaubnis brauchen. Wie der gute Richard immer sagt, Selbstermächtigung, ne? Das Problem, was ich bei der ganzen Almhilderei sehe oder habe, ist, was die wirklich alles wissen wollen. Ich meine, wo ich die letzten drei Firmen, ich arbeite seit 28 Jahren in einer Firma, das würden die wahrscheinlich gar nicht glauben, dass es sowas noch gibt, nicht? Und die ganzen Sachen, Rechnungen schicken und so, also ich finde das etwas übertrieben, aber ja bitte, ich würde Ihnen gerne die 100 Euro senden, aber so mag ich das eigentlich nicht machen. Habe ich volles Verständnis dafür. Also ich weiß auch nicht, ich bin natürlich da reingerutscht und wurde auf einmal der Direktor, ohne dass da irgendeine Sicherheitsprüfung stattgefunden hat. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb der Schande seinen Job als Sicherheitsdirektor verloren hat, weil es wurde dann festgestellt, dass ich nicht ein Formular ausgefüllt habe. Aber gut, danach habe ich dann auch alle Formulare ausgefüllt und ich verstehe dich vollkommen, Günther, oder euch anderen. Das ist ja ein bisschen so, als wenn man sich nackig ausziehen muss. Aber okay, Herr Kescher hat eben ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis, weil natürlich auch die Gefahr besteht, dass wir von diesem pädophilen Ring da infiltriert werden. Kannst du das Formular auch so ausfüllen, soweit es dir möglich ist? Und wenn da einige Angaben halt du nicht hast oder was auch immer, dann wird das bestimmt auch so durchgehen. Also ich konnte zum Beispiel auch nicht alles perfekt ausfüllen, weil einfach einige Informationen einfach nicht vorhanden waren. Und ich bin trotzdem durchgekommen. Okay, danke, das versuche ich mal. Danke. Kannst du dann noch was zur Bezahlung sagen, Mario oder Rainer? Ich hatte so den Eindruck, dass die sich erst bewegen, wenn man die 100 Euro bezahlt hat. Das ist leider wahr. Also ist es so, also die Reihenfolge scheint wohl so zu sein, dass das Formular so lange keine Beachtung findet oder die Daten aus dem Formular, bis auch die Spende eingegangen sind. Und erst dann setzt man sich da in Bewegung, um das zu bearbeiten. Naja, man muss dazu zur Verteidigung sagen, dass für Dubai und andere Sachen, dieses andere Weltraumprojekt, was sie da jetzt haben, Mojan, dass da auch viele Anmeldungen kommen, wo dann letztendlich Leute gar nicht bezahlen. Also für Dubai hatten sich auch viele Leute angemeldet und dann aber nicht bezahlt. Und würde man jetzt schon alle gleich behandeln, es ist einfach so, dass es im Internet, wenn du was kaufst, dann wird das auch erst verschickt, wenn du bezahlst. Außer du zahlst auf Rechnung. Also das ist einfach das Problem, dass wenn man hätte man jetzt jeden schon reingelassen oder jeden für jeden ein Hotel gebucht in Dubai und dann kommt aber die Zahlung gar nicht oder was auch immer, das Interesse ist auf einmal nicht mehr da, dann gibt es auch Probleme. Das Bezahlen ist eigentlich kein Problem. Ich finde die 100 Euro, was wir bis jetzt schon gelernt haben, das letzte Jahr, das ist das Zehnfache wert wahrscheinlich oder das Hundertfache wert als 100 Euro. Davon ab, dass die 100 Euro bei weitem nicht ausreichen, um überhaupt Kosten zu decken, die da verursacht werden. Ja, also wir müssen nur noch mal klarstellen, wenn das Formular ausgefüllt ist, das sollte man auch gleich bezahlen. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall richtig. Also ich denke mal, ich sage mal, das erste Thema war für heute, dass wir gucken, ob es da einen Fortschritt gibt beim Generator. Das kann man zusammenfassend soweit,
bejahen, aber nicht endgültig. Also es gibt noch keinen funktionierenden Generator, der hier in Europa funktioniert. Wobei ich habe im Chat gesehen, dass der Sorbjörn, der aus Oslo da wohl wo einen auf Facebook gezeigt hat. Ich müsste jetzt mal scrollen, wer das geschrieben hatte, aber vielleicht kannst du einfach dein Mikrofon aufmachen und selber erzählen. Wen meinst du, Rainer? Wer soll selber? Budak Diggelmann. Ich muss jetzt gerade mal scrollen. Ah ja. Der Hans Budak hat kein Mikrofon. Vielleicht kannst du uns den Link zu diesem zu dieser Facebook-Nachricht hier in den Chat rein schicken. Also er hat uns geschrieben gerade, dass er das machen kann. Deshalb warten wir jetzt mal einen Augenblick und dann können wir das über Screenshare für alle zugänglich machen. Rainer, kannst du vielleicht in der Zeit eine Frage beantworten? Wenn man jetzt zu dir kommen will für den Workshop, wo kann man buchen? Oder wie kann ich bei dir buchen, genau? Wie kann man bei dir buchen? Also wir sind das alles noch am Organisieren im Moment. Nach wie vor ist es immer noch das Einfachste. Man schickt mir einfach eine E-Mail. Ich denke, meine E-Mail ist inzwischen hinreichend bekannt. Ansonsten sage ich sie nochmal. Das ist rainer@spaceshipinstitut.org. Rainer mit AI, also rainer@spaceshipinstitut.org. Und wir organisieren das dann. Also wir mussten jetzt stoppen heute. Also meine Jungs, die sagen auch, wenn da noch mehr Leute kommen, ist ja kein Problem. Aber wir müssen die Leute auch betreuen, wenn die Fragen haben. Da können nicht auf einmal 100 Leute kommen oder sowas. Wie willst du von 100 Leuten die Fragen beantworten? Also das ist ein rein praktischer Workshop, um das mal kurz auch zu erklären. Wir machen also die verschiedenen Stationen, die es braucht, um so eine MAGGRAPH-Unit zu produzieren. Was weiß ich, eine Station ist Spulen wickeln. Und da sind eben die Leute, die auch diese MAGGRAPH-Kits produzieren. Und die zeigen das, wie es geht. Wir haben inzwischen 4 Spulenwickeltische, sodass man die 4 verschiedenen Spulen machen kann, ohne dass man da groß irgendwie was umbauen muss. Dann gibt es die Nano-Coating-Station mit Feuer. Da haben wir auch genügend Brenner, dass da auch ein paar Leute gleichzeitig arbeiten können. Auch da wird das gezeigt von den Leuten, die MAGGRAPH-Kits gebaut haben. Dann haben wir die, also wir machen unsere Regalstecker aus Holz. Da haben wir so einen Tisch gebaut mit einer eingebauten Stichsäge. Da zeigen wir also, wie man diese Holzdinger macht. Dann kleben wir da, wir arbeiten nicht mit Ping-Pong-Bällen, sondern wir arbeiten mit Bleiglasbällen, die wir hier mundblasen lassen. Die werden dann eingeklebt, das ist wieder eine andere Station, und befüllt mit eben den entsprechenden Garnswassern. Dann haben wir die Station, wo die Spulen auf diese Regale aufgebracht werden, mit dem Ganzball in der Mitte. Dann haben wir die Station, wo diese Regale dann mit Nylonschrauben, wir benutzen also keine Getriebeschrauben, sondern wir benutzen Nylonschrauben, weil Joe und andere eben festgestellt haben, wir auch, dass also Metall, dass das Plasmafeld beeinflusst, einschränkt. Dann haben wir die Abteilung, wo dann die 3 Stacker miteinander verkabelt werden. Dann haben wir die Station, wo die Plasma-Kondensatoren gebaut werden und so weiter und so fort. Und die Leute, die zu unserem Kurs kommen, die werden eben aufgeteilt, weil nicht alle gleichzeitig Spulen drehen können und nicht alle gleichzeitig Kondensatoren bauen können. Aber man springt dann sozusagen von Station zu Station, und in den 3 Tagen, die so ein Kurs geht,
hat eben jeder von A bis Z gelernt, wie man sowas macht. Das ist dann so, unser Motto ist Teach the Teacher. Also wir wollen Leute entlassen aus unserem Kurs, die danach selber in der Lage sind, Seminare anzubieten. Und zwar praktische Seminare. Und ja, wir haben jetzt, wie gesagt, das erste Seminar jetzt am folgenden Wochenende, freitags, das zweite. Aber das zweite Seminar an diesem Wochenende, beim ersten Mal waren wir 22 Leute und 12 Leute, 13 Leute haben ihr fertiges, selbstgebautes Markgraf mitgenommen. Unsere Messtechnologie ist, wir haben jetzt noch keinen Geigerzähler eingesetzt, sondern wir messen einfach Mikrotesla. Und ich sag mal, ich habe ja den ersten Prototyp, der unter meiner Anleitung hier in Spanien gebaut wurde. Der hat so 6 Mikrotesla. Beim letzten Workshop war das ganz interessant, weil jeder, der kam, die Leute waren halt unterschiedlich schnell mit dem Zusammenbauen dieses Kits. Und interessanterweise war es so, mit jedem weiteren Markgraf, der zusammengebaut wurde, geht also die Mikrotesla-Zahl hoch. Und wir hatten ein Messgerät, was bis 100 Mikrotesla funktionierte. Also beim letzten war das schon außerhalb der Range, also über 100 Mikrotesla. Ja, was gibt es noch zu sagen? In Zukunft wollen wir es anders handhaben, in Zukunft wollen wir es so machen. Das bedingt aber, dass wir, also ich war heute beim Anwalt und der hat uns empfohlen, bevor wir da weitere Schritte unternehmen mit dem Haus kaufen, sollen wir erstmal ein Wertgutachten erstellen lassen. Und zwar nicht von jemandem, der hier aus dem Ort ist, weil das könnte dann der Kumpel, oh warte mal, meine Hunde klappen gerade, ich mache mal kurz das Mikrofon aus. Toni, könntest du den Schaltplan nochmal zeigen? Es wurde gefragt, ob es nicht eine Korrektur gibt zur letzten Woche, der neue Schaltplan. Ich höre dich nicht, falls du sprichst, Toni. Okay, dann lass mich mal gerade noch zu Ende reden, weil jetzt hören die Hunde gerade wieder auf zu klappen. Also Plan ist eigentlich, dass wir in Zukunft den Ort, wo wir produzieren, dass es gleichzeitig unser Schulungsort ist. Das heißt, jeder kann jederzeit anreisen und so lange bleiben, wie er will, bis er sich sicher fühlt, dass er bei sich zu Hause selber seine Nachbarn unterrichten kann. Das war's von meiner Seite zu dem Thema. Ja, ich habe nichts gesagt, ich habe den Knopf nicht gefunden zum Mikrofon anmuten. Ja, den Schaltplan kann man jetzt sehen. Es wurde nur unten rechts die Starterkonfiguration und der Schalter hinzugefügt. Ja, hier ist noch eine Frage. Wie finde ich bei Kühlschrank mit dem Kondensator den richtigen Anschluss für den Markgraf-Minuspol am Kondensator? Der Kondensator hat eine braune und eine blaue Leitung. Den Kondensator... Das ist der Punkt. Ja. Toni. Dem Kondensator ist es egal, weil der ist für Wechselspannung ausgelegt und der kann so oder so rum angeschlossen werden. Das wird er auch sein. Das Finden des Punktes ist insofern einfach. Man sieht es zum Beispiel hier im Schaltplan vom Kompressor A. Es gibt eine Seite, die ist mit der Anschlussleitung verbunden. Hier in diesem Fall beim Kompressor A die Seite S. Nehmen wir das einmal so, egal wie richtig oder falsch das ist. Und es gibt eine Seite von dem Kondensator, der liegt nämlich parallel zu diesem PTC zwischen S und R. Die ist nicht mit der Anschlussleitung verbunden. Und die Seite, die nicht mit der Anschlussleitung verbunden ist, ist die Seite, wo dann der Kondensator, wo dann der Markgraf reingeschlossen wird. Die Schaltung, die hier mit Kompressor B ist, da ist ja der PTC und das C1 in Serie.
Das ist ein bisschen eine unübliche Geschichte. Also ich hatte ja dieses Manual von diesem Embraco, von den, ich weiß nicht, wie viele Varianten an Kompressoren es gibt. Aber da war das alles sehr schön beschrieben. Üblicherweise ist der Kondensator parallel zum PTC, aber man kann immer überprüfen, gibt es eine Seite, die an der Anschlussleitung verbunden ist, und es gibt eine Seite, die nicht mit der Anschlussleitung verbunden ist. Und das wäre auf jeden Fall der Punkt, mit dem man den ersten Versuch starten sollte. Und weiter mit euch. Ich würde trotzdem raten, jemanden zu Rat zu ziehen, der sich auskennt, der auch ein Messgerät bedienen kann, der Schaltpläne lesen kann. Das dürfte immer hilfreich sein. Genau. Hier ist eine Frage zur Plasmaflussrichtung. Also die schwerere Gans fließt, also beziehungsweise stärkere Gans füttert ja das schwächere Gans. Jetzt die Frage, wie das mit der Menge ist. Wenn jetzt 10 Gramm Kupfer-Ganswasser und 1000 Gramm CO2-Ganswasser, füttert trotzdem das CO2, das Kupfer das CO2? Ich würde sagen ja. Aber vielleicht kann jemand anders was noch zu sagen. Also oft ist es auf jeden Fall der Fall, dass die Menge nicht entscheidend ist von dem Gans, sondern das ist einfach das Feld. Und dementsprechend ist das Feld trotzdem stärker, auch wenn es eine geringere Menge Gans ist. Ansonsten, falls da noch jemand einen Kommentar zu hat. Okay, dann noch die Ergänzung von André Berger. Eine Seite ist mit der Anschlussseite verbunden, die andere Seite zeigt einen Widerstand zum Anschluss. Der Widerstand gering, sind dann die Motorspulen. Falls das klar ist, was damit gemeint ist. Wenn man im Internet recherchiert und schaut nach den, wie repariere ich einen Kompressor, Kühlschrankkompressor, bla bla bla, da gibt es ein Video, was beschreibt, dass diese zwei Spulen innerhalb des Kompressors in der Größenordnung zwischen Run und Common, also R und C, Größenordnung so 20 Ohm, 25 Ohm sind. Und zwischen Common und Start, also R und C und zwischen C und S, die Widerstände so in der Nähe von 30, 35 Ohm sind. Das ist insofern logisch, als die Run-Wicklung zwischen R und C, die niederohmige ist, die mehr Energie aufnimmt, weil das ist ja die Dauerbetriebsseite und die Startwindung hat mehr Widerstand, braucht oder nimmt deswegen weniger Leistung auf, wird aber insgesamt gebraucht, um eben das magnetische Feld innerhalb des Motors von zweidimensional auf elliptisch bzw. rund zu ziehen. Und wie gesagt, zwischen C und S sind dann so Größenordnung 33 Ohm. Also sie sollten ein bisschen unterschiedlich sein und dann sollte das schon gehen. Und wieder zurück. Danke, ich glaube, damit ist die Frage beantwortet.
Jo, wenn soweit alle Fragen beantwortet sind, dann sind wir vielleicht, wenn Lisa sich inzwischen vorbereitet hat, sind wir ganz gespannt auf das Thema, was Lisa vorgeschlagen hat. Die verschiedenen Metalle in kolloidaler bzw. in monatomer Form und wie sich das vielleicht auch auf die unterschiedlichen Garns übertragen lässt. Das ja. Klingt total spannend, aber darf ich vielleicht kurz nochmal mit einer Frage zu diesem Generator das Thema fertig machen? Ist wahrscheinlich für die Profis kein Thema, aber ich habe festgestellt, ich habe heute auch versucht, diesen Generator in Betrieb zu nehmen und habe mich länger mit diesen CSR-Anschlüssen beschäftigt. Und ich bin jetzt irgendwie auf den Trichter gekommen, dass ich gesagt habe, wenn ich wirklich den Schaltplan, den wir vorhin gesehen haben, vielleicht können wir den nochmal kurz einblenden, dann kann ich das leichter erklären. Genau. Und zwar diese, also CSR, diese drei Anschlüsse, die kommen ja direkt aus dem schwarzen Kompressorgehäuse, die ragen ja quasi heraus auf einer Seite. Und dann ist so ein Modul quasi, so eine kleine Baugrube direkt auf diese Pins quasi raufgesteckt. Und innerhalb dieser Baugrube gibt es eine ganze Menge Bauteile, die untereinander verschalten sind. Und da ist jetzt nicht nur so eine temperaturabhängige Sicherung, sage ich jetzt nochmal drinnen, sondern auch ein Relais und andere Kleinigkeiten. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob wir vielleicht nicht das Ding direkt so verkabeln sollten, wie es tatsächlich am Blueprint abgebildet ist. Das würde aber bedeuten, dass wir diese kleine Baugruppe quasi vom Kompressor oder vom Kühlschrank abziehen und dann direkt die Sachen so anschließen, wie es da drauf ist. Weil wenn wir das nicht machen, also ich kann zum Beispiel mit meinem Kompressor diese Schaltung, so wie sie da ist, nicht herstellen, weil ich immer dieses Modul quasi habe, das ich nicht verändern kann. Und meine Frage wäre ja generell, wo in dieser Schaltung jetzt zum Beispiel das Relais zu sehen ist. Also, oder ist das, wie schaut es da aus? Möchte ich was dazu sagen? Ich würde mal sagen, so wie das Ding original verschaltet ist, soll man es nachher auch auf Dauer betreiben. Also jegliche Form von Änderung an dem bestehenden System muss nicht unbedingt glücklich enden. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Denn der PTC und der C1, wenn wir es jetzt mal auf Kompressor B beziehen, sind Bestandteil dieser Baugruppe, die du eben beschrieben hast. Mhm. Da sind vielleicht noch ein paar kleine Anlaufwiderstände oder sowas dabei, die aber jetzt sagen wir nicht prinzipiell die Gesamtschaltung irgendwie beeinflussen. Sollte da, wie du sagst, ein Relais drin sein, dann hast du eben ein PTC, wie hier im Bild dargestellt beim Kompressor B, in Form eines Anlaufrelais. Wenn jemand kein Relais drin hat, also keine Spule und Windung und andere Kontakte, dann hat er eben ein PTC auf Widerstandsbasis. Das ist nur so eine, ja, so eine Scheibe, wie sagen wir mal zwei 10-Cent-Stücke oder zwei 1-Euro-Stücke, ein bisschen dicker halt, aus denen zwei Drähte rauskommen, die aber dann nicht klack machen. Das müsste aber meiner Meinung nach genauso funktionieren. Ich glaube auch, dass die Leute in Rom, die diese Sache ja mit verursacht haben durch ihren Test, ihren Kühlschrank auch nicht auseinandergenommen haben und jetzt genau geguckt, ist da jetzt das drin oder das drin. Ich glaube, diese Beschaltung des Kompressors innerhalb des Kühlschranks ist nicht unbedingt entscheidend. Es geht darum, dass diese zwei Motore, die in den Kompressoren sich gegenseitig mit dem Magraf aufschaukeln und ob da jetzt zum Beispiel im Kompressor A, ob da jetzt ein Kondensator drin ist oder nicht, halte ich für völlig sekundär. Also den Beweis würde ich noch antreten, wenn so ein Ding zum Laufen ist, dass man den Kompressor A rausrupft und durch einen ersetzt, der einen Kondensator drin hat. Und das wird wahrscheinlich ganz genauso funktionieren. Ist jetzt erstmal so mein Bauchgefühl. René, hat dir das geholfen? Das hat mir schon weitergeholfen. Ja, ich bin im Endeffekt ja gedanklich eh bei dir, aber wenn man halt da so einen Fehler sucht und er im Blueprint oder diese Foundation direkt diese Anschlüsse CSR kennzeichnet, dann denke ich mir halt, dann wird das vielleicht schon irgendeine Relevanz haben. Aber ich denke das schon, dass da keiner diese Baugruppe da zerlegen wird und sich das genau
so verscholten wird. Das wird sicher zu aufwendig sein. Was ich auch gehört habe, ist, dass er gesagt hat, sie haben ja überhaupt generell in Italien einfach nur zwei Kühlschränke gehabt, die sie da verwendet haben, und die haben auch funktioniert. Und ich vermute, dass von diesen Kühlschränken gar keiner also einen Kondensator eingebaut gehabt hat. Weil die kleineren Geräte das sowieso anders handeln und diese du musst tatsächlich einen suchen, der so einen Kondensator, so einen Liquid verbaut hat. Also ich denke, das wird wahrscheinlich nur bei den älteren Geräten sein oder bei welchen, die vielleicht einen starken Kompressor eingebaut haben, also bei den kleinen vermutlich. René, darf ich nochmal fragen? Sehe ich genauso. René, du sagst, die Leute in Italien, die hatten zwei Kühlschränke? Ja. Bist du da sicher, ja? Also das ist, habe ich vom Cache so gehört in seinen Teachings. Also ich habe mir ja mittlerweile dieses Video, wo er diesen Generator erklärt, ungefähr 150 Mal angeschaut. Und sie haben gesagt, also im Endeffekt kannst du eigentlich nehmen, was du willst. Kompressoren auch deshalb, weil die meisten Leute es daheim stehen haben. Und ja, es sollte einfach so funktionieren. Also wenn du zwei Kühlschränke hast, dann brauchst du laut Cache nur bei einem Kühlschrank diesen Stecker quasi öffnen, wo du ihn auf die Steckdosen einsteckst und da die Phasen mit Neutrale da quasi vertauschen. Und dann hast du im Endeffekt schon deinen Infinity Loop. So hat er das mehrmals erklärt und es ist ja, das, wahrscheinlich zu verstehen. Ist das die Schulung von dem Blueprint gewesen? Ja, von der. Ja, es war entweder in der 131er oder in der 133er. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist mehrfach drauf. Dieser Rennen hat, glaube ich, auch davon gesprochen. Aha, aber da hat er ja immer von Douglas seiner Schaltung gesprochen. Und nicht von den Leuten in Italien. Also ich bin nur etwas verwirrt, weil ich davon ausgegangen bin, dass die nur einen Kühlschrank da hatten an ihrem Margraf. Nein, also das kann ich da garantieren. Der Cache hat gesagt, sie haben in Italien zwei Kühlschränke gehabt. Und da haben sie einfach einen quasi vertauscht angeschlossen, sodass dieser Infinity Loop da quasi zum Realisieren ist. Also das ist definitiv so kommuniziert worden öffentlich. Okay. Das kann ich bestätigen, ja. So habe ich das auch gehört. Ja. Vielen Dank. Okay, ich sogar danke. Und ich freue mich jetzt auf das neue spannende Thema. Also, das Wort geht an Lisa. Gut, da hört ihr mich? Ja. Sehr gut. Wie viel Zeit habe ich noch? So viel Zeit, wie du brauchst. Ich sag mal, normalerweise machen wir immer so um 9:30 um 9:30 Schluss. Ja. Insofern noch gut eine halbe Stunde. Wenn es länger dauert, macht auch nichts. Nein, länger darf das gar nicht dauern, weil sonst wird es ja zu lang. Also ich werde mal schauen. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht und jetzt versuche ich dir mal zu starten. Weil das letzte Mal hast du das auch nicht gleich geschafft mit der Präsentation. Jetzt hoffe ich, dass ihr jetzt eine Folie sehen könnt, ohne das andere Zeugs vom PowerPoint. Seht ihr was? Ja. Hört ihr mich? Gut zu sehen, ja. Ihr seht die Folie einfach, aber nicht die PowerPoint-Folien links, oder? Wir sehen das Vollbild, also nur die Präsentation an sich. Okay, super, gut. Genau, also es geht eben darum, ob man eventuell das Ganzwasser, Liquid Plasma in der Anwendung und wirkungsweise mit den Kolloiden, also kolloidalen und monoatomaren Substanzen vergleichen kann. Also ich habe vor ein paar Wochen ein Seminar besucht, wo es um die Kolloide ging. Da gibt es eben ja auch alles Mögliche über das Internet oder auch sonst wo zu kaufen. Es gibt ja, ihr kennt ja sicher alle das kolloidale Silber, das ist den meisten bekannt. Dann noch kolloidales Gold, kennen auch viele. Aber man kann auch kolloidales Aluminium, Bismut, Bor, Calcium, Chrom, Eisen, also ich lese das gerade runter, Germanium, Gold, Kalium, Kupfer, Magnesium und so weiter
kaufen. Und monoatomare Substanzen, sprechen wir auch noch drüber, also erkläre ich euch dann kurz, was ich darüber weiß. Zum Beispiel gibt es Bor, Chrom, Eisen, Germanium, Gold, Kupfer, Magnesium, Silber, Silizium, Zink, also in monoatomarer Form. Und in dem Seminar geht es eben darum, erstens einmal, was sind Kolloide und Monoatome und was machen dann, also haben wir die wichtigsten Kolloide und die wichtigsten Monoatome durchgesprochen und ich habe dieses Seminar eben deswegen besucht, weil ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit kolloidalem Germanium und monoatomarem Germanium in Sachen Krebs. Da gibt es auch viele interessante Geschichten. Und ich habe mir dann aber auch gedacht, dass ja bei den, weil es ja bei den Kolloiden und Monoatomen eben um ganz kleine Teilchen geht und bei ganz geht es ja auch um ganz kleine Teilchen, ob man das nicht irgendwie vergleichen kann und ob wir mit unseren Gänsen nicht eigentlich ja etwas Ähnliches machen können wie mit den Kolloiden, weil nämlich diese kolloidalen Substanzen und monoatomaren Substanzen schon recht viel Geld kosten. Also es sind super Substanzen, aber wenn man die dann alle kauft, wenn man sie eben verwenden möchte, dann ist es ein bisschen, ja, muss man tief in die Tasche greifen. Gut, also ich würde jetzt dann euch im Folgenden einmal erzählen, was sind kolloide und monoatomare Substanzen. Und dann können wir im Anschluss gemeinsam überlegen, ob man sie mit den Nanopartikeln überhaupt vergleichen kann. Und dann würde ich euch auch noch anhand von Zink, Kupfer und Eisen so eine Darstellung machen, welche positiven Effekte diese haben. Also warum man überhaupt Zink und Kupfer und Eisen, was das im Körper macht. Und vor allem, es geht ja bei den Kolloiden um ihre feine Struktur, was die eben im menschlichen Organismus machen. Also weil ich denke mir, wenn wir CO2-Gans oder Eisengans, Wasser einnehmen, dass wir da recht nahe zu den Kolloiden kommen. Ja. Gut. Vielleicht kurz einen Einwurf an dieser Stelle. Also ich denke, dass die Ganze, die wir herstellen von den verschiedenen Metallen, dass die wie so eine Art Magnet wirken auf die Metalle, die wir brauchen. Mhm. Und viel hat es wahrscheinlich auch mit der Zelle zu tun, mit der Zellverfügbarkeit. Ja, gut, also bei den Kolloiden, also die Kolloide, was ist das überhaupt? Was sind Kolloide? Also ich erinnere mich dann immer an das kolloidale Silber, das kennen ja viele von euch, wo man eben über Elektrolyse zwei Silberstäbe ins Wasser und dann lösen sich die kleinen Teilchen. Also Kolloide sind in Wasser oder Öl feinst verteilte Teilchen eines Stoffes, also beim Silberwasser eben Silber. Sie schweben aufgrund ihrer Kleinheit und Ladung. Also wenn man da zum Beispiel mit einem grünen Laserlicht hineinleuchtet, dann sieht man, wie die da im Wasser herumtanzen. Ich habe danach auch ein paar Bilder, ich habe es jetzt noch schnell gemacht, ein paar Fotos gemacht. Und das können wir uns dann nachher anschauen, wie die da eben diese Teilchen unter grünem Laserlicht zu sehen sind. Und sie können von der Zelle direkt genutzt werden aufgrund ihrer reinen, bereits aufgeschlüsselten Form. Und das ist ganz besonders. Also sie sind in einer reinen, aufgeschlüsselten Form vorhanden und können direkt in die Zelle hinein. Das ist nämlich der Gegensatz zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Also wenn ich beispielsweise Magnesium nehme oder Calcium oder Eisenpräparate, dann sind die immer mit irgendetwas verbunden. Man kriegt jetzt nicht ein reines Eisen, sondern man kriegt dann Eisen, sage ich mal, ich weiß jetzt gar nicht die Komponenten, aber Magnesium, Zitrat zum Beispiel ist sehr oft eine Komponente. Also du kriegst nicht reines Magnesium, sondern immer kombiniert mit etwas anderem. Und das Problem bei den normalen Nahrungsergänzungen und eben diese so Schlucks, diese Tabletten, da muss der Körper das erst aufschlüsseln. Da muss erst diese Komponenten trennen mit Hilfe des Stoffwechsels und dann erst kann die Zelle eventuell was damit anfangen. Und das Problem, das größte ist eben, dass manchmal der Stoffwechsel schon so schwach ist, dass das gar nicht aufgespalten werden kann vom Körper, die normalen Nahrungsergänzungen, und gar nicht verwendet werden können, weswegen sie dann auch keine Wirkung zeigen. Und bei den Kolloiden ist das eben anders, die sind schon ganz klein, brauchen nicht mehr aufgespalten werden und können direkt in die Zelle hinein und stehen direkt der Zelle zur Verfügung und verbrauchen sonst keine Kraft und keinen Stoffwechsel.
Also Kolloide sind jetzt, also im Gegensatz zu Stoffen aus Nahrung oder Nahrungsergänzungen, sind deswegen selbst bei Resorptionsstörungen aufnehmbar. Also gerade eben Leute, die eher krank sind, schwache Verdauung haben, irgendwelche Magenprobleme haben, können diese Kolloide aufgenommen werden, was dann eben, wie gerade gesagt, bei den normalen Nahrungsergänzungen oft gar nicht möglich ist. Sie sind eben stoffwechselunabhängig verwertbar, wie ich gerade gesagt habe, und sie sind ohne Gegenspieler verwertbar. Was ist ein Gegenspieler? Also jedes Element oder jedes Metall oder eben Nahrungsergänzungsmittel, also zum Beispiel Magnesium, Kalzium und so weiter, die haben einen Gegenspieler. Also wenn ich jetzt, ich glaube, es ist bei Magnesium so, ich nenne es nur Beispiele, könnte sein, dass ich es nicht richtig mache, aber ist ja egal, nur dass ihr ein Beispiel habt, wenn ich zum Beispiel das Magnesium-Tablette zu mir nehme, dann braucht es aus meinem Körper Chrom und Calcium, damit dieses Magnesium getrennt werden kann von dieser anderen Substanz, an dem sich das Magnesium gekettet hat. Das heißt, damit ich das Magnesium überhaupt verwenden kann, muss ich meine Reserven an Chrom und Calcium aufbrauchen oder verbrauchen oder verwenden. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Magnesiummangel sehr, sehr groß ist und der Körper will unbedingt dieses Magnesium rausbekommen, also trennen von diesem Nahrungsergänzungsmittel, das ich eingenommen habe, dann verbraucht er gleich sehr, sehr viel vom Gegenspieler. Das heißt, ich kann dann einen Mangel an Chrom oder Calcium bekommen, also einen Mangel an Gegenspieler bekommen. Wenn ich eben diese normalen Tabletten nehme. Bei den Kolloiden ist das eben nicht so, weil die Kolloide ja sofort aufgenommen werden, verbrauchen sie auch nicht den Gegenspieler nicht. Das heißt, das löst dann nicht einen anderen Mangel aus, diese Kolloide. Das heißt, sie sind eben noch einmal ohne Energieaufwand verwertbar und unabhängig von anderen Stoffen. Das heißt also, egal was ich noch anderes zu mir nehme, die sind einfach unabhängig, die Kolloide, weil sie eben so klein strukturiert sind und von der Zelle direkt aufgenommen werden können. Also das war eben eine lange Einführung auch in dem Seminar, wodurch natürlich dann jeder zu dem Schluss kommt, also die Kolloide brauchen wir unbedingt. Das Spezielle an den Kolloiden ist jetzt noch, dass sie schnell und in kleinen Mengen wirksam sind. Also man braucht nicht sehr viel davon, sie wirken sehr schnell. Und man braucht jetzt nicht Unmengen davon. Man kann sie auch über die Haut aufnehmen. Also man kann sie einfach. Entschuldige, Lisa, dass ich dich da unterbreche. Kannst du was zu den PPMs sagen, also Parts per Millions? Weil gerade bei kolloidalen Silbern werden ja, von 5 ppm bis zu 50 ppm unterschiedliche Produkte auf dem Markt angeboten. Ja. Also da kann ich euch leider nicht so viel sagen, weil ich habe mich damit zwar schon beschäftigt, aber ich bin immer wieder verwirrt worden von Herstellern, die dann natürlich immer sagen, nur Iris wäre das Beste, und da bin ich dann in meiner Vergangenheit verunsichert worden, sehr oft, weil ich habe selber auch kolloidales Silber gemacht und dann habe ich jemanden kennengelernt, der macht das hochprofessionell und der hat dann gleich gemeint, na, das zu Hause, das kannst du vergessen, nur mit den tollen Geräten geht das ganz gut, dann habe ich eben mir gedacht, na gut, okay. Also ich lasse mich zwar nicht so leicht einschüchtern und beeinflussen, aber irgendwo denkt man dann halt mal nach und ist dann, entweder man forscht dann weiter oder man hat dann andere Dinge zu tun. Und ich hatte dann eben vieles andere um die Ohren. Und derjenige, der den Vortrag hielt, ich nenne euch dann eh später noch den Namen, der hat ja auch seine Produkte, die er natürlich verkaufen möchte. Und der hat dann gesagt, er wird natürlich auch oft nach dem PPM gefragt und ich glaube, ich habe die Hälfte von ein bisschen vergessen von dem, was er sagte. Es geht nicht nur um die PPM selber, sondern auch um eine gewisse Reinheit während der Herstellung und einfach um den ganzen Herstellungsprozess und nicht nur rein die PPM, die da gezählt werden können. So ungefähr. Was wir ja auch verstehen von unserer Plasmaenergie. Es ist nicht immer nur das Wert, was man messen kann, sondern eigentlich auch Energie, die dahinter steckt. Deswegen kann ich euch jetzt zu der Anzahl jetzt nicht mehr sagen, aber wahrscheinlich ist es schon so, je mehr Teilchen sich gelöst haben, umso hochwertiger ist das Produkt. Er hat eben gemeint, es kommt mehr auf die Herstellung selbst an, ob es überhaupt selbst verfügbar ist, unabhängig von den PPM. Ja.
Also über die Haut aufnehmbar heißt einfach, dass wenn man kann die Kolloide einnehmen oder man kann zum Beispiel in die Ellenbeuge einstreichen. Das macht man auch mit einigen, also das macht man auch mit homöopathischen Mitteln. Oder einfach, wenn du einen Muskelkater hast, du nimmst ein kolloidales Magnesium und streichst dann eben den Muskelkater damit ein und das wird dann auch über die Haut aufgenommen in die Zelle. Was wir ja auch mit dem Ganzjahr auch schon gemacht haben. Oder ich habe noch Cremen hergestellt und andere auch. Da muss ich aber sagen, also es gibt natürlich gewisse Metalle, die in Kontakt mit Wasser und mit Elektrolyse doch recht reaktionsfreudig sind. Ja, also gerade was jetzt auch die Kolloide anbelangt, hat der eben gesagt, der Vortragende, dass die Kolloide nie nach hinten losgehen können, die Anwendung der Kolloide. Und ich habe, wenn man zum Beispiel, es gibt auch kolloidales Aluminium, Bismut, Molybden, Nickel, es gibt auch Nickelallergien. Aber sagt, all diese Dinge machen in dieser Kolloidenform keine Probleme. Und das haben wir auch teilweise von Kesche auch gehört, dass zum Beispiel das Aluminiumgans ja auch nicht die Wirkung hat wie Aluminium selbst. Ja, aber das sind, so wie du, was du da gerade einwirfst, sind eben die Dinge, über die man dann eben ja gemeinsam dann wahrscheinlich philosophieren können. Ja, sie sind durch ihre Ladung eben sehr reaktionsfreudig und, wie ich gerade gesagt habe, in der Regel nicht überdosierbar, weil der Körper dann einfach das, was er halt nicht braucht, dann wieder ausscheidet. Und sie sind auch geeignet zur Ausleitung von Schlacken und Giften. Also was du eigentlich gerade angesprochen hast und was ich dann weitergesprochen habe, Aluminium selber, wissen wir, ist jetzt nicht so ultimativ günstig, aber zum Beispiel im Gehirn brauchen wir schon Aluminium in einer besonderen Form, also wahrscheinlich nicht in Form von Chemtrails, aber in einer besonderen Form. Und wenn es eine Aluminiumbelastung gibt und du nimmst kolloidales Aluminium, gibt es da eine Reaktion, sodass dann ein gesunder Level im Körper wiederhergestellt wird. Ja, und was auch sehr interessant ist, auch das Quantenprinzip der verschränkten Teilchen ist hier anwendbar. Das kennen ja sicher viele von euch, eben diese Versuche, wenn man mit einer Zelle etwas macht, dann hat das eine Wirkung auf die Zelle, die aus dem gleichen Körper stammt. So funktioniert ja auch die Radionik und andere Dinge. Oder wir kennen es vom Kupfervitriol, hat ja unser Kesche gesagt, unbedingt dann das Aufheben vom chemischen Coaten, die dunkelblaue Flüssigkeit, die dann beim Coating-Prozess übrig bleibt. Kupfervitriol, ich glaube, damit haben sich eh schon einige beschäftigt. Falls nicht, dann kann ich noch dann nachher drauf eingehen. Ja, das heißt eben, man könnte beispielsweise, wenn ich eine Wunde habe und ich möchte, das sagen wir eben, also gerade bei Aluminium haben wir auch gesprochen im Kurs, ihr kennt ja von früher noch die Aluminiumverbände, dass Aluminium auf einer frischen Wunde eigentlich sehr, sehr günstig ist. Wenn du aber, sagen wir, Angst hast, trotzdem Aluminium auf einer frischen Wunde anzuwenden, könntest du einfach einen Blutstropfen von dieser Wunde in kolloidales Aluminium oder Aluminium-Ganzwasser hineingeben und durch die Quanten, also die verschränkten Teilchen, gibt es eine rückwirkende Wirkung auf den Körper, eine positive. Gut. Ja, auch sehr interessant war das letzte Satz da natürlich, wenn man eben etwas nicht einnehmen möchte, wie zum Beispiel manche, die eben jetzt noch immer befürchten, dass man gewisse Gänse nicht einnehmen kann oder Gans überhaupt nicht einnehmen kann, kann man ja immer noch über dieses Prinzip mit dem Gans arbeiten. So, Kolloide stellt normalerweise ein gesunder, junger Körper selbst her. Also der Körper stellt selbst seine Kolloide her. Das heißt, junge Menschen, gesunde Menschen brauchen jetzt auch nicht extra kolloidale Stoffe zu sich nehmen. Wir nehmen sie dann ein von außen, wenn wir schon Defizite haben. Also wenn wir krank sind oder eben ältere Menschen, denen können Kolloide eben helfen, um die Defizite auszugleichen und um den Körper auch wieder zur Produktion anzuregen.
Also insofern sind auch Kolloide nicht etwas, was man dann ewig nehmen muss, sondern um dem Körper wieder einen Kick zu geben, um auch wieder die Defizite auszugleichen. Und sie sind eben nicht toxisch, auch wenn manche Stoffe schon in unseren Ohren toxisch gingen. Das heißt, sie wirken also immer positiv. Wobei der natürlich immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es auf seine Produkte, dass es nur für seine Produkte sprechen kann. Interessant ist eben auch, wenn wir beispielsweise etwas ausleiten wollen, zum Beispiel Verhärtungen, Verkalkungen, Steine und so weiter, dann kann man das zum Beispiel mit kolloidalem Magnesium und Calcium. Also gerade Calcium wissen wir ja zum Knochenaufbau. Wenn wir aber dann eine Verkalkung haben, ist das ja zu viel Calcium, die sich da irgendwo ablagert oder bei Fersensporn durch eine Druckbelastung haben wir dann an der Ferse eben eine zusätzliche Verkalkung. Und wenn wir aber dann kolloidales Calcium einnehmen, dann wird eben wieder ein natürlicher Level an Calcium im Körper hergestellt und eben zu viel Kalk wird dann abgebaut. So kann man eben Quecksilber auch ausleiten mit kolloidalem Silber oder eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch Aluminiumbelastung mit kolloidalem Aluminium. Oder Formaldehyd kann man ausleiten mit kolloidalem Tantal. Das waren so ein paar Beispiele, die genannt wurden. So. Über die Herstellung hat sich der Kursleiter nicht sehr ausgelassen. Da habe ich ihn ein bisschen bohren wollen. Was wir kennen, ist die Elektrolyse. Da hat er aber gesagt, das geht nicht bei allen Materialien, weil die mit der Zeit ihre Ladung verlieren. Und dann hat er von Protonenresonanz gesprochen und mehr hat er nicht ausgelassen. Er hat gesagt, sie haben noch andere Herstellungsverfahren. Und er hatte einen Russen eben in seinem Team, der aus der Militärtechnik das mitgebracht hat. Ja, und mehr hat er mir nicht verraten. Ich habe gedacht, okay, hab mich gerne, ich mache mein Ganz. Ja, die Leute haben halt immer noch Angst, dass man ihnen irgendwas wegnimmt. Aber vielleicht gibt es ja im Internet noch andere Informationen dazu. So, das nächste, also genau, Zusammenfassung ist eben noch einmal zu den Kolloiden. Es sind eben in Wasser oder Öl feinst verteilte Teilchen eines Stoffes. Sie können von der Zelle, Moment, mein Sohn kommt gerade rein. Entschuldigung, Moment. Ja. Okay, mein Sohn hat mir gerade gesagt, er geht schlafen und da ist eine Spinne in seinem Bett. So, die Kolloide können von der Zelle direkt genutzt werden. Sie können Defizite ausgleichen und Giftstoffe ausleiten. Und sie wirken in der Regel immer positiv und haben keine Nebenwirkungen. Es kommt eben auf die Güte des Produktes an. Und das waren eben, bezieht sich auf die Produkte von Wolfgang Bischoff. Also wenn ihr den googelt, dann findet ihr auch seine Vorträge. Er hält in Österreich und auch in Deutschland Vorträge. Ist auch sehr empfehlenswert, war sehr, sehr informativ. Und er hat eben auch dann eine Produktlinie, die er allerdings eben nicht verkauft als Produkte zum Einnehmen. Da haben wir immer so Zulassungsprobleme und so weiter, sondern eben mit dem Hinweis, dass man das eben so nach dem Prinzip der verschränkten Teilchen dann anwenden kann. Gut, dann ging es in dem Seminar auch noch um Monoatome, atomare Werkstoffe. Das war eher kurz gehalten. Was sind Monoatome? Er hat gesagt, die werden aus Kolloiden extrem energieaufwendig hergestellt. Sie sind Supraleiter. Sie verbinden sich mit der Zelle und bleiben im Körper, solange die Zelle im Körper verbleibt. Das heißt, sie stehen einfach der Zelle immer zur Verfügung, solange halt die Zelle lebt. Und sie erhöhen die Leitgeschwindigkeit der Zelle um den Faktor 10.000. Von der Wirkung her gibt es auch im Internet noch einige Informationen, auf die er sich dann auch bezogen hat. Sie werden ähnlich wie die Hochpotenzen in der Homöopathie eher für die spirituelle Entwicklung verwendet. Und viele von euch kennen ja eben das monoatomare Gold, wird ja auch viel in Facebook-Gruppen schon auch drüber gesprochen.
das monoatomare Gold eben, wo dann das dritte Auge geöffnet wird und wo man auch aufpassen muss, wenn man es einnimmt, weil sich dann manchmal Wünsche schneller erfüllen, als man glaubt, sowohl positive als auch negative. Und deswegen muss man da eben spirituell schauen, dass man da schon einen gewissen Level erreicht hat, wenn man diese, zumindest das monoatomare Gold einnimmt. Ja, also die Wirkung ist jetzt, sind unterschiedlich. Da hat er sich auch bezogen auf eine Seite, die ihr wahrscheinlich auch schon gefunden habt. Vielleicht, wenn ihr monoatomares Gold gegoogelt habt, da gibt es den Martin Strübin, blaubeerwald.de. Der hat auch ein super Video auf YouTube, wo er eine Stunde lang über monoatomares Gold spricht. Ganz, ganz empfehlenswert, habe ich mir schon ein paar Mal angehört. Und auf seiner Seite wird dann auch noch beschrieben, eben die Wirkung der Monoatome, also einiger Monoatome. Und da habt ihr dann auch die geistigen Aspekte dazu dann aufgeschrieben. Auf dieser Seite hier. Ja, gibt es bisher Fragen? Also Zusammenfassung, dann die Fragen. Also, die Kolloide werden vom Körper normalerweise selbst hergestellt. Wenn wir uns nochmal erinnern, im Gegensatz zu gebundenen Elementen aus Nahrungsergänzungen stehen sie sofort ohne Energieaufwand zur Verfügung. Und Monoatome im Gegensatz zu den Kolloiden sind noch feiner und wirken auf höherer Ebene. So. Hat gerade jemand Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Erstmal vielen Dank. Sehr interessant. Ich habe selbst auch mit kolloidalem Silber jahrelang habe es genutzt und hergestellt. Jetzt meine Frage ist, wenn das jetzt, wenn wir da jetzt Zusammenhänge zum Ganz finden wollen oder möglicherweise, ob es da eine Ähnlichkeit gibt. Beim Ganz ist es ja so, dass ein Ganz eben nicht auf Materieebene wirkt, sondern auf Feldebene. Und das heißt, deswegen funktioniert ja ganz, auch wenn man es in ein Pad packt oder in ein Kissen oder was auch immer. Und es wirkt ja einfach durch das Feld. Das heißt, man kann es in eine Verpackung packen, man kann es dann auf den Körper legen und es hat einen Effekt. Wie ist das jetzt hier mit dem Kolloiden? So wie ich das verstanden habe, ist es halt eine ja, es wirkt zwar nicht wie ein Nahrungsergänzungsmittel, aber es wirkt halt trotzdem auf Materieebene, eben als direkter Stoff, den der Körper aufnehmen kann. Also direkter materieller Stoff. Wie wäre es jetzt, wenn man jetzt Kolloide in einen Kisten steckt oder in eine Plastiktüte und die es einfach auf den Körper legt? Hätte das einen Effekt? Also davon hat der Kursleiter nicht gesprochen und jetzt, wo du sagst, bin ich auch noch überhaupt nicht auf diese Idee gekommen. Das müsste man wahrscheinlich ausprobieren. Was ich jetzt momentan glaube und sagen würde, ist, dass das ganz stärker wirkt. Weil, wie der Rainer schon am Anfang gesagt hat, eben diese magnetische Wirkung und so weiter. Und so wie du gerade gesagt hast, dass es da eben auf stofflicher Ebene eben wirkt. Es geht um Teilchen, die von außen innerlich oder äußerlich eingenommen werden. Man müsste es ausprobieren. Also ich glaube, Energie hat alles irgendwo. Also wenn ich mit kolloidales Silber oder Gold einfach einstecke, glaube ich schon, dass es eine Wirkung hat. Ich bin jetzt so tief in der Cache-Sache drinnen, dass ich momentan, also von dieser Stärke her, mehr an die Feldstärke der Cache, also der Gänse, glauben würde. Aber also alles muss ich. Entschuldigung, Thomas, du hast doch mit Ganzen von Gold, also Monoatomen Gold, das hattest du mir erzählt, da wolltest du ein Ganz draus machen und du hattest mir ein bisschen von dem Ganz gegeben, was du aus Gold hergestellt hast. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen berichten, welche Erfahrungen du gemacht hast. Thomas, bist du schon eingeschlafen? Nee, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich bin so langsam müde schon langsam. Hast du meine Frage verstanden? Also du hattest doch mit Monoatomen Gold und mit kolloidalem Gold rumexperimentiert, daraus Ganz herzustellen. Ja, das ist richtig, ja. Ich habe das kolloidale Gold und das Monoatom Gold, das habe ich dann halt so vermischt, halt auch mit der Ganzflüssigkeit, also mit Liquid Plasma und Ganz
Wasser und habe daraus so ein paar Experimente gemacht. Ja, erzähl mal von deinen Erfahrungen, weil da bist du uns voraus, weil wir reden gerade drüber, welche Verbindung es da geben kann und wie man vielleicht die positiven Effekte von dem kollodialen und monoatomen Metallen mit der Ganztechnologie verbessern kann, indem man sie eben nicht mehr einnehmen muss, sondern einfach nur die Felder in Anführungsstrichen konsumiert. Also wie gesagt, ich habe jetzt das monoatome Gold oder das kollidiale Gold sowohl einzeln als auch gemischt. Ich hatte es halt nur eingenommen, nachdem ich das hergestellt habe. Mir ist es nur vom Effekt her aufgefallen, dass halt ich nach ein paar Tagen konnte ich mich sehr, sehr gut konzentrieren. Ich konnte sehr gut lernen. Ich konnte mir die Sache gut merken. Das ist mir aufgefallen, nachdem ich das mal so 4 oder 5 Tage zu mir eingenommen habe. Ja. Ich habe halt viel rumexperimentiert, um zu versuchen, die Flüssigkeit halt zu kopieren, herzustellen und halt ein paar Experimente zu machen, die mehr so im Gesundheitsbereich liegen. Und da habe ich halt ganz gute Erfahrungen mitgemacht, also im Bereich von, sagen wir mal, für Energiezwecke oder für, wie du sagst, irgendwie für Felder oder irgendwie die Felder zu messen, das habe ich da nicht gemacht. Bin ich gar nicht dazu gekommen auf die Idee. Aber das wäre trotzdem eine interessante Idee, wenn man das machen könnte. Geht ja auch noch was? Ja. Ich wundere mich, dass in dem ganzen Vortrag und in der ganzen Diskussion ein Wort nicht gefallen ist. Und das ist Wasser. Ich glaube, das Wasser ist nicht ein neutraler Teilnehmer an dem ganzen Spiel, sondern das Ganze findet nur statt, weil Wasser über ganz bestimmte Eigenschaften verfügt, die das Ganze erst möglich machen. Oder? Ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Das ist so selbstverständlich, dass man es gar nicht erwähnt hat. Ja, ich sag mal, ich glaube, unser Gehirn besteht zu 96% aus Wasser. Da muss man sich halt fragen, was denkt denn da überhaupt? Also auf was ich raus will bei der ganzen Sache, ist eigentlich, ich bin so ein bisschen bei der Geschichte mit Gans und wässrigen Lösungen. Und wässrige Lösungen sind, ich glaube, das Wichtigste für uns Menschen auf der Welt, was es überhaupt gibt, darauf gestoßen, dass einfach die... Das alles nur möglich ist, weil Wasser so ein verrückter Stoff ist, der über, ich glaube, 42 Anomalien verfügt. Und das ist der Stoff mit den meisten Anomalien und der am wenigsten verstanden ist. Und das Allerwichtigste ist, dass das Wasser im Körper, im menschlichen Körper oder in der Biologie nur oder im Wesentlichen als H3O2 auftritt in hexagonaler Form. Deswegen gibt es auch viele Bücher über hexagonales Wasser und dass dieses hexagonale Wasser das gleiche macht wie die Photosynthese und so weiter und so weiter. Wen das weiter interessiert, der mag mal auf dem Internet unter Gerald Pollack The Fourth Phase of Water, also die vierte Phase von Wasser recherchieren, sich da mal 20 Minuten Einführungsvortrag oder 5 Stunden die ganze Schüttung reinziehen. Da wird einem sehr viel klarer, warum Gans funktioniert, warum diese ganzen Sachen, die wir tun, Hand und Fuß haben. Da ist mir also sehr, sehr viel aufgegangen in dem Zusammenhang, was Wasser eigentlich von sich aus als natürlicher Stoff dazu beiträgt, diese ganzen Sachen zum Laufen zu bringen. Zurück zu euch. Ich hatte immer den Eindruck, dass das ganz vereinzelte Atome oder vereinzelte Moleküle sind. Ja, Atome sind es ja nicht, wenn man von CO2 spricht, sind es ja 3 verschiedene Atome zusammen. Aber die sind vereinzelt. Könnte man jetzt sagen, dass das ganz wie die Monoatome sich auswirken oder eher wie die Kolloidale?
Das ist insofern kein Unterschied, denn der Witz von dem Wasser besteht darin, dass innerhalb der großen Menge des Fluids, des Wassers, an jedem Partikel, der sich in diesem, sagen wir mal, flüssigen Wasser befindet, um diesen Partikel im dreidimensionalen Raum eine Schichtung ansammelt, die nicht H2O ist, sondern H3O2. Und das ist auch der Grund, warum die ganzen pH-Werte so wichtig sind, weil das pH-Wert heißt ja letztendlich Protonenüberschuss oder Protonenmangel. Und jeder Partikel, der sich im Wasser sammelt, wird von einer Schicht von diesem H3O2, diesem hexagonalen Wasser, umgeben. Und plötzlich ist die elektrische Wechselwirkung innerhalb des Wassers aufgrund des Vorhandenseins dieser Partikel völlig komplett neu gemischt. Und es finden Sachen statt, die so gar nicht erwartet wurden. Also da muss mir jeder selber mal recherchieren oder ich muss mal eine halbe Stunde Vortrag drüber halten, weil das ist extrem interessant und führt sehr schön ins Verständnis, warum ganz überhaupt etwas bewirkt mit Wasser und wenn das Wasser weg ist, plötzlich eine ganz andere Wirkung hat. Das war also für mich eine sehr, sehr erhellende Zeit, wo ich mich mal 2 Monate um die Sache gekümmert habe. Und das kann ich also jedem nur empfehlen, nachzuvollziehen. Also hexagonales Wasser und die vierte Phase des Wassers recherchieren. Da ist eine Menge Stoff drin. Zurück zu. Ja, da fällt mir noch was ein, was ich damals experimentiert habe mit dem Monoatome Gold, beziehungsweise mit dem Polydale Gold und Silber in CO2-Wasser gemischt und in einem Kühlschrank müsste das machen. Da sieht man auch schöne Strukturen, also die man normalerweise so nicht sieht. Müsste mal ausprobieren. Da bildet sich auf jeden Fall auch so eine Art, so wie eine Torusform mit solchen hexagonalen Mustern drin. Ist ganz lustig. Müsste mal ausprobieren. Was ich jetzt vorhin noch gemacht habe, waren ein paar Fotos von den Teilchen, die man unter grünem Laserlicht gut sehen kann. Wenn ich euch das kurz zeigen darf. Ich habe hier eigentlich waren es 4 Behälter. Ganz links ist jetzt ein dickes Ganswasser, also das ist CO2-Gans. Das habe ich gerade reingeleert, deswegen ist es so milchig. In der Mitte ist dann klares Ganswasser und ganz rechts ist kolloidales Goldwasser. Und dann war noch ein Behälter mit normalem Leitungswasser. Wenn man so einen grünen Laserpen dran hält, das habe ich jetzt eben in Dunkelheit machen müssen, sonst sieht man nichts. Also da sieht man eben links unten, das ist jetzt ein Laserpen, wie da eben so reinleuchtet. Das ist das Wasser, wie ich eben durch das Wasser durchleuchte. Dort, wo man diese hellen Teilchen sieht, diese hellen Stellen sieht, das sind eben Teilchen, wo sich dann das Laserlicht sozusagen widerspiegelt oder wo es gebrochen wird. Das hier war jetzt das Ganswasser, also CO2-Wasser. Und da sieht man eben Teilchen, wo das Laserlicht gebrochen wird. Und das hier ist das kolloidale Gold. Also das sind so viele Teilchen, dass man den Strahl richtig stark sieht. Also doch etwas stärker als das Ganswasser. Und das hier ist jetzt das aufgewirbelte Ganswasser. Da war es ganz aufgewirbelt und wie sich dann etwas abgesetzt hat, hat dann auch so ausgesehen. Es war dann nach ein paar Minuten, wie sich dann das Ganze wieder unten abgesetzt hat, sieht man auch die Teilchen. Und eben ganz krass ist eben dann der Unterschied zum Leitungswasser hier. Also da sieht man einfach, dass da wirklich im Ganswasser sich viel mehr tut als im Leitungswasser. Hast du das Gold auch aufgewirbelt gehabt? Nein, das ist klar. Also das Gold ist ja ganz klar, das ist der rechte Behälter hier. Da gibt es nichts zum Wirbeln. Also es war aufgewirbelt war es insofern schon, weil ich es gerade reingegossen hatte. Ja. Allerdings, bis ich dann endlich die Kamera da hatte und den Stift da hatte, hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt.
Naja, bloß, dass wir den Unterschied besser einschätzen können, weil ja, das aufgewirbelte Ganzwasser, das hat ja irre ausgesehen, gell? Ja, ja. Und das habe ich jetzt ganz schnell vorhin gemacht, wie ich gedacht habe, ah, das mache ich jetzt noch schnell für euch, das muss man dann sicher nochmal ruhiger angehen, alles. Man weiß das aus aus der Produktion von beispielsweise Nahrungsmittelgans oder Meerwassergans, wenn man da Nanopartikel herstellt, dass die teilweise so fein sind, dass das mehr als 24 Stunden dauern kann, bis die sich absetzen. Also das heißt, wenn da wirklich die feinsten Partikel drin sind und du hast das gerade erst vor Minuten oder sei es auch vor einer halben Stunde eingeschüttet, dann kann es trotzdem noch sein, dass die komplett da überall drin sind. Das könnte Tage dauern, bis die sich wirklich absetzen, wenn überhaupt. Also ich habe das bei mir festgestellt mit meinem Goldgans hier. Das dauert wirklich am allerlängsten, bis sich das wieder abgesetzt hat. Also wenn das jetzt kolloidales Gold ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das eben auch ganz lange Zeit braucht. Anscheinend ist es so, dass je höher die Masse des Metalles ist, was man verwendet um zur Garnzerstellung, desto länger dauert es, bis es sich gesetzt hat. Ich denke, das ist ja abhängig. Da gibt es eine Definition. Die Definition ist, eine kolloidale Lösung ist das, was übrig bleibt, wenn sich alles gesetzt hat. Immer dran denken. Deswegen, der Vortrag von der Lisa ist fantastisch. Dankeschön. Lisa, ja. wie viel PPM hast du verwendet, für das kolloidale Gold zu messen? Ich müsste nachher auf die Flasche schauen. Ich kann dann nachher in den Keller rennen und die schnell holen. Meine Frage wäre jetzt noch, haben wir noch Zeit, soll ich euch noch etwas erzählen, was Zink und Kupfer und Eisen eigentlich machen, wozu wir das brauchen im Körper? Oder sollen wir das auf ein anderes Mal verschieben? Ja, mach doch. Ja, ich denke auch, wer dem Video nicht weiter folgen will, der kann ja ausschalten. Ich würde es jetzt auch ganz gerne noch hören. Okay. Also ich habe da sehr, sehr gute Unterlagen dazu bekommen. Ich habe vom Zink, weil das war das Erste, was die meisten von uns oder wo viele von uns viel Erfahrung haben, sehr, sehr gut ausgearbeitet. Dann das Kupfer auch relativ gut ausgearbeitet und beim Eisen bin ich dann etwas müde schon geworden. Das ist etwas kürzer. Also erzähle ich euch jetzt einmal über das Zink, was das im Körper macht und wozu wir das brauchen. Also Zink spielt einmal eine Rolle bei der Eiweißsynthese und überhaupt beim Energiestoffwechsel. Also wir brauchen das Zink im Körper, um überhaupt Kohlenhydrate aufzuspalten, Fette aufzuspalten und Eiweiße, also einfach für den gesamten Stoffwechsel von allen Stoffen, die wir so zu uns nehmen. Das Interessante ist aber dann, dass wir eben, wenn wir gerade ein Problem mit dem Stoffwechsel haben, dass wir dann Nahrungsergänzungen wieder nicht gescheit aufspalten können. Also wenn wir Zinktabletten nehmen und schon ein Stoffwechselproblem haben, können wir es gar nicht verwerten. Zink brauchen wir für die Bildung von Verdauungsenzymen, für das Immunsystem, für die Speicherung von Insulin, was natürlich für Diabetiker interessant ist, und für die allgemeine Hormonproduktion, weil es eben 300 Enzyme aktiviert. Und für die Produktion von roten Blutkörperchen ist Zink auch ganz wichtig. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich die Folie wechsle. Zinkmangel kann man nicht, also ob man Zink braucht oder nicht, lässt sich gut an Zinkmangelsymptomen erkennen. Das Problem ist, Zinkmangel ist prinzipiell schwer feststellbar über einen Blutbefund, weil es der Zinkwert im Blutserum wenig aussagekräftig ist. Also wenn ich jetzt eine Blutuntersuchung mache, eine 0815, wird man da überhaupt nichts feststellen. Und deswegen erkenne ich Zinkmangel an den Symptomen. Moment, jetzt kommt wieder der Hand. So, okay, geht schon wieder. Wichtig ist nämlich nicht das Zink, das man im Blut feststellen kann, sondern das, welches in den Zellen gespeichert ist. Und das erkennt man, wie gesagt, am besten an den Symptomen. Die kommen dann nachher noch, die Symptome.
Zinkmangel kommt oft vor bei einer Schwermetallbelastung. Zinkmangel kann auch sehr schnell eintreten. Also wir haben dann gehört, wo in welchen Nahrungsmitteln Zink vorhanden ist. Und wenn ich eben einen Tag lang diese und jene Nahrungsmittel gar nicht zu mir nehme, habe ich sehr, sehr schnell einen Zinkmangel. Mit normaler Zufuhr lässt sich Zinkmangel nicht schnell beheben, außer natürlich mit kolloidalem Zink. Eben weil sich da viele Dinge gegenseitig beeinflussen. Und Stress ist ein Zinkkiller. Wenn wir viel Stress haben, dann verlieren wir auch viel Zink. Spannend ist jetzt, dass eine Zinkaufnahmeschwäche durch mehrere Faktoren ausgelöst werden kann. Also ob wir Zink überhaupt aus der Nahrung aufnehmen können, das entscheiden viele Faktoren, und gehemmt wird diese Aufnahme durch einen Vitamin B6-Mangel, durch Antibiotika, durch Diuretika, das sind harntreibende Mittel, durch die Pille, durch Säureblocker, Cholesterinsenker und Abführmittel. Wenn man so schaut, so die Gesellschaft irgendwie, ich frage mich, wer von uns vielleicht nicht, aber von den Menschen halt, irgendjemand hat irgendetwas von diesen Problemen. Wir nehmen zu viele Antibiotika, die Frauen nehmen alle die Pille, Säureblocker nimmt man sowieso, weil wir haben alle Sodbrennen und so weiter. Also all diese Dinge lösen schon mal eine Aufnahmeschwäche von Zink aus. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch naheliegend, dass viele Menschen überhaupt einen Zinkmangel haben. Ah ja, Cortisonpräparate auch noch, genau, klar, das brauchen wir auch noch. So, dann Allergien und Unverträglichkeiten sind ein wichtiges Thema rund um Zink, weil das Zink nämlich für den Histaminabbau wichtig ist und Allergien lindert. Also wenn wir eben zu wenig Zink im Körper haben, können wir das Histamin nicht abbauen und haben umso mehr Tendenzen zu Allergien. Und eigentlich ist die Histaminunverträglichkeit eine Zinkmangelstörung, neben Magnesium, Vitamin C und Kupfer, was auch noch wichtig ist bei Histaminunverträglichkeit. Zink kann Entzündungen reduzieren, die nämlich auch sehr oft bei Allergien als Nebending auftreten, als Nebensymptom auftreten. So. Vorhin habe ich schon gesagt, Schwermetalle verdrängen Zink. Also wer eine Schwermetallbelastung im Körper hat, kommt automatisch in einen Zinkmangel, weil nämlich die Schwermetalle die Zinkrezeptoren besetzen, Zinkrezeptoren der Zelle, sodass selbst wenn wir ausreichend Zink zu uns nehmen, der Körper es nicht aufnehmen kann, weil die Rezeptoren besetzt werden durch die Schwermetalle. Und auch Neugeborene haben bereits einen Zinkmangel, eben da speziell die Mutter über die Plazenta eben sehr viel Schwermetalle weitergibt. Also ihr wisst ja, ein Baby ist leider wie ein Mistkübel, die Mutter gibt irrsinnig viel von ihren Schwermetallen weiter an das Baby. Gerade wenn wir, also viele haben ja Amalgamplomben noch gehabt und so weiter, da wird viel an die Kinder mitgegeben, dann die ganzen Impfungen, die Kinder dann gleich bekommen mit den ganzen Schwermetallen, die reingeimpft werden. Also da ist schon mal auch eine große Wahrscheinlichkeit für Zinkmangel und deswegen wahrscheinlich auch die vielen Allergien, die schon bei den Babys und bei den kleinen Kindern auftreten und die Neurodermitis und so weiter. Zink ist also wichtig beim Entgiften und wichtig ist, wenn man einen Zinkmangel hat, dann sollte man keine chlorophyllhaltigen Schwermetallausleitmittel nehmen, wie zum Beispiel Chlorella und Spirulina, was ja viele machen, weil da kommt dann eben zu diesen Nebenwirkungen. Also viele, die ja vielleicht schon versucht haben auszuleiten und Chlorella genommen haben, denen wurde dann urübel oder Durchfall oder haben sonstige Zustände bekommen. Diese Zustände bekommt man vor allem dann, wenn man schon einen Zinkmangel hatte. Zink ist aber der Entgiftungsspezialist. Also wenn wir genug Zink im Körper haben, dann können wir auch super entgiften, weil sich nämlich die Schwermetalle durch Zinkgaben verdrängen lassen. Zink bildet ein metallbindendes Protein und damit können eben mit Zink, Cadmium, Cäsium, Quecksilber und so weiter und Blei ausgeleitet werden. Und es können auch chemische Gifte wie Medikamente, Alkohol und so weiter ausgeleitet werden, wobei man natürlich wieder rückschließen kann, wenn du viele Medikamente, Gifte, Alkohol zu dir nimmst, dann wird wieder der Zink
Zinklevel in deinem Körper gesenkt. Ja, beim Ausleiten allerdings wird wieder sehr viel Zink verbraucht, wobei wir dann eben wieder aufpassen müssen, dass wir genug Zink nachführen. So, Zink ist auch wichtig für die Immunabwehr, stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte, hat auch einen Anteil bei der Ausbildung von den Lymphozyten für die Antikörperproduktion und ist auch wichtig für, also bei Bakterien, Viren und Pilzen zur Abwehr. Ist auch wichtig für die Schleimhäute und wirkt entzündungshemmend. Und bei Autoimmunerkrankungen natürlich auch, also Krebs und so weiter, auch wichtig. Zink ist wichtig für die Zelle und das ist jetzt ganz spannend, weil Zink ist nämlich ganz wichtig für die Zellmembran, also für die äußere Hülle der Zelle. Das nämlich, für die äußere Zellmembran. Und sie sorgt auch für die Stabilität im Zelleninneren und für die DNS. Das heißt, die Zellspannung wird dadurch erhalten. Und das ist ja eigentlich das Geheimnis ewiger Jugend. Weil unsere Zellen, wir verschrumpeln ja im Alter, weil die Zellspannung nachlässt. Und das Geheimnis ist, wenn wir es schaffen, die Zellspannung immer schön hoch zu halten, dann haben wir nicht nur eine schöne Haut, sondern dann wird einfach alles im Körper viel besser funktionieren. Und eben im Alter, wo die Zellspannung nachlässt, dadurch kommt der Alterungsprozess zustande und Zink wäre somit dann eben auch ein Jugendmittel. Und das hat ja auch der Thomas ja auch schon erzählt mit Zink, wo seine Mutter das auch verwendet hat im Gesicht, die Falten sind gleich weggegangen. Also könnten wir in Zink jeden Tag baden. In Zink ganz. So. Also Zink ist wichtig bei Allergien und Unverträglichkeiten. Schwermetalle verdrängen Zink und wir sind alle schwermetallbelastet, alleine schon durch die Chemtrails. Das heißt, Zinkmangel ist höchstwahrscheinlich. Zink ist wichtig für die Immunabwehr, wichtig für die Zelle, wichtig für die Hormone, wichtig für die Haut, Schleimhäute, Haare und Nägel und auch wichtig bei Ängsten und bei Kalziummangel. Zink brauchen wir außerdem bei Geschmacks- und Geruchsverlust. Also wir kennen ja immer mehr Leute, die aus irgendeinem Grund plötzlich den Geschmackssinn oder den Geruchssinn verlieren. Da ist eben auch ein Zinkmangel da. Zink ist wichtig bei Sehschwäche, bei Kinderwunsch, bei Konzentrationsschwierigkeiten, bei Diabetes, habe ich vorhin schon gesagt, Übersäuerung, bei Gefäßleiden und Entzündungen, Schmerzen und vieles, vieles, vieles mehr. Da war noch viel mehr. Habe ich einfach die wichtigsten Dinge mal hier zusammengetragen zum Zink. Ja, das klingt alles so, wo wir auch das CO2 bzw. Zinkoxid ganz verwenden. Ja. Augentropfen und so weiter. Kinderwunsch haben wir auch schon gehört, dass mit Auflage von CO2 Zinkoxid-Patches die Menopause beendet wird und Großmütter wieder Väter werden, beziehungsweise Großmütter wieder Mütter werden. Also ist wirklich ein super Vortrag, Lisa. Danke dir. Ja, gern. Ja, wie ich das dann eben, also ich mache jetzt noch Kupfer und Eisen, falls ihr noch wollt, wie ich das dann eben auch für mich mir bewusst geworden bin, wie wichtig das ist, habe ich dann auch begonnen, noch mehr CO2-Ganswasser zu trinken. Und ja, bin noch nicht gestorben davon. Lisa, du hast so schön gesagt, auch, dass man kolloidales Zink über Elektrolyse herstellen kann und damit den Mangel ja sehr leicht beheben kann. Könntest du erklären, wie du das, was man dazu tun muss? Eben nicht, weil mit den Kolloiden kenne ich mich ja nur aus mit dem eigenen kolloidalen Silbermaker, den ich zu Hause habe. Und der Kursleiter, bei dem ich eben dieses Seminar besucht habe, der hat ja nicht erzählt, wie er die einzelnen Kolloide herstellt. Aber ich denke, wir wissen alle, dass man, wenn man eine Last auf den CO2-Zinkoxid-Reaktor bringt, dass man dann eben mehr CO2 produziert. Und wenn man eine Ladung darauf bringt, also ein bisschen Strom fließen lässt, dass dann mehr Zinkoxid-Gans entsteht. Ja, insofern haben wir da schon eine Idee, denke ich. Ja. Ich spreche jetzt übrigens immer von CO2-Gans. Also ich meine natürlich die Unterschiede mit Zinkoxid und so weiter. Ich habe es so gemacht, dass ich alle meine Zinkgänse
in einen Behälter hineingegeben habe und da eben immer Wasser drüber gebe und dann habe ich wahrscheinlich alles gemischt. Aber ihr könnt mir gerne sagen, wenn das nicht richtig ist. Was ich außerdem gemacht habe, ist, von diesen Kolloiden habe ich einen Testsatz mir dann gekauft, der ist nicht sehr teuer. Da hat man von jedem Kolloid so ein paar, 1 Milliliter, glaube ich, in so kleinen Fiolen. Und das gebe ich dann immer bei der Ganzproduktion dazu. Das heißt, ich kopiere mir damit zumindest die Information von dem Kolloid in die Ganzproduktion hinein. Also es wäre mal auch eine gute Möglichkeit, sich einen Testsatz zum Beispiel über Blaubeerwald zu bestellen mit den Monoatomen und die dann einfach jeweils einen Tropfen immer in die Ganzproduktion reinzugeben. Und das kann man sich auch ganz gut leisten. Also die Herstellung, die Herstellung von den Lösungen, kolloidalen Lösungen von Gold, Silber, bla bla bla, das ist auf dem Internet recht gut dokumentiert. Da gibt es kleine Geräte, die über Pulsverfahren aus 9 bis 20 Volt und den entsprechenden Elektroden, die man braucht, dann diese kolloidalen Lösungen erstellen. Also da wird im Prinzip eine, sagen wir mal, für Gold, Kolloid wird eine Goldelektrode oder 2 Goldelektroden genommen und dann über Pulse im Wasser die oberen Atomlagen abgetrennt und in die Flüssigkeit überführt. Ist aber auf dem Internet gut dokumentiert. Wieder zurück. Ja, ja, ich glaube auch, dass man da viel findet. Ich habe dann für mich beschlossen, dass ich mich dann mehr jetzt auf die Gänse stürze und damit mal schaue, ob ich das verifizieren kann, was es da eben alles, ja, zumindest was auf mich zutrifft von diesen Mangelerscheinungen und so weiter, ob ich das vielleicht mit einem ständigen Einnahme von, sagen wir, Zinkoxidgans, ob ich das auch irgendwie nachvollziehen kann. Weitergehen jetzt wird es mit Kupfer. Kupfer ist übrigens auch der Antagonist von Zink. Also wenn ihr euch erinnert, so ganz am Anfang habe ich gesagt, wenn ich ein Nahrungsmittelpräparat einnehme, sagen wir ein Zink irgendwas, dann braucht es in dem Fall jetzt ein Kupfer, um das Zink zu verwerten. Das heißt, wenn ich Zink einnehme, kann es sein, dass ich einen Kupfermangel bekomme, weil das Kupfer nämlich gebraucht wird, um das Zink aufzuspalten. Nicht im Fall von Kolloiden. Und ja, was das Kupfer macht, kann ich euch noch jetzt erzählen. Das ist nicht mehr so viel wie beim Zink, glaube ich. Interessant ist, dass nämlich Kupfer am häufigsten im Gehirn und in der Leber vorkommt. Also das heißt jetzt nicht, dass das Gehirn voller Kupfer ist, aber was wir an gesamten Bestandteilen im Körper finden, finden wir das meiste im Gehirn und in der Leber an Kupfer. Die Leber ist überhaupt das zentrale Organ des Kupferstoffwechsels. Und Kupfer sorgt in Verbindung mit bestimmten Eiweißstoffen für wichtige Stoffwechselreaktionen. Kupfer hilft beim Transport von Eisenteilchen ins Rückenmark. Also es hilft auch bei der Bildung von roten Blutkörperchen, wobei das Zink ja auch macht. Und es sorgt für die elastische Festigkeit der Blutgefäße. Also deswegen ist Kupfer ganz wichtig bei Bluthochdruck und bei brüchigen Gefäßen. Und interessant sind dann auch solche Hinweise. Wenn zum Beispiel ich jetzt kolloidales Kupfer einnehme und ich habe, schon Krampfadern, dann kann es sein, dass ich kurzfristig Wadenschmerzen bekomme, weil das Bindegewebe nämlich fester wird. Und das Festerwerden des Bindegewebes, ich dann das Gefühl habe, die Krampfadern verstärken sich kurzfristig, ist aber nur vorübergehend. Also Moment, habe ich da gerade rausgehört, dass da auch eine Lösung für Zellulitis vorhanden ist? Ja, vor allem, ich bin mir nicht sicher, ob das das Kupfer oder das Zink ist, vielleicht kommt es noch, dass gerade auch bei, gerade bei Hellhäutigen und Blonden, ich muss dann schauen, ob es das Kupfer oder das Zink ist, im Alter speziell viel davon verbraucht wird und speziell auch das Bindegewebe deswegen darunter leidet. Wahrscheinlich ist es eh das Kupfer. Richtig, und damit hätten wir auch ein Bindegewebsproblem vielleicht gelöst. Ja? Kupfermangel führt zu Eisenmangel und Anämie.
weil das Eisen nicht absorbiert werden kann. Also das heißt, es hat überhaupt nicht viel Sinn, Eisenpräparate einzunehmen, wenn ich einen Kupfermangel habe. Ja, genau, das ist das schwache Bindegewebe noch einmal. Führt zu schlaffer Haut, zu grauen Haaren. Genau, das waren eben die Blonden. Das hat er erklärt im Kurs, also die, so wie ich. Die Blonden und Hellhäutigen bekommen dann, wenn eher einen Kupfermangel aufgrund von irgendwelchen Stoffwechselvorgängen, die eben den Blonden besonders eigen ist, und die bekommen dann eben früher Bindegewebsprobleme und graue Haare. Bei Kupfermangel ist auch die Wundheilung langsam, und da habe ich mich auch daran erinnert, also ich habe dann irgendwann, weil der Kescher hat es mal gesagt, oder ich weiß nicht, woher ich das hatte, wenn ich irgendeine Wunde habe oder die Kinder was haben, ich habe immer Kupfer, also in einer Spritze, in einer aufziehbaren Spritze, und dann tue ich nur noch Kupfer, also Kupfer ganz auf die Wunden, und das ist total toll. Ich habe mir auch kürzlich, habe ich auf Facebook geschrieben, ein Gel gemacht aus Kupferaminosäuren und Kupferganz und habe das auf ein Ekzem drauf geschmiert bei mir, das ewig schon da war durch Badeschlapfen, auf die ich irgendwie allergisch reagiert habe, und das auch ganz, ganz schön abgeheilt. Also habe ich gesehen, wie wichtig wirklich Kupfer für die, ja, für die Haut und für die Wundheilung ist. Dann, Kupfer hat eine desinfizierende Wirkung, und deswegen habe ich auch das Kupfer ganz direkt auf die Wunden gegeben. Stabilisiert den Herzrhythmus, sorgt für die Struktur und Elastizität von Knochen, Bändern, Bindegewebe und Knorpeln, ist auch wichtig für die Nerven und balanciert das Körpergewicht. Und vieles, vieles mehr. Also da gäbe es noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Das war jetzt so eine kürzere Zusammenfassung vom Kupfer. Lisa, du hast gesagt, dieses Kupfer, manche Kupferwasser oder Kupferliquidwasser wahrscheinlich auf die Wunde, oder? Nicht direkt. Ich übertreibe manchmal auch gerne. Ich habe dann wirklich von unten, von ganz unten vom Gefäß einfach auch Kupfer ganz mit eingesaugt. Kupferwasser. Weil diese Erfahrung habe ich ja auch, indem man nur das Kupferoxid Pulver zum Beispiel zwischen eine Gewebeschicht und zum Beispiel der Wunde drauflegen kann. Also es heilt ganz schnell zu. Und das habe ich schon mehrfach die Erfahrung gemacht. Nur bitte nicht direkt auf die Haut, das ist nicht gut, ja. Ja, es kommt auch darauf an, du hast es ja dann auch, glaube ich, zugemacht, hast das mit einem Pflaster zugemacht, das ist sehr lange oben geblieben. Ja, genau. Ja. Also nur ganz kurz drauf lassen, wenn man sowas macht. Nicht. Und ich glaube, ja. Wenn man es dann wirklich als Umschlag macht, würde ich auch aufpassen, wie konzentriert ich das nehme. Mhm. Also ich denke, wir sollten generell immer von Liquid Plasma sprechen und auch nicht vergessen, was wir vorher über Wasser gelernt haben. Das Wasser ist der Informationsüberträger, so würde ich das mal formulieren. Und ich benutze zum Beispiel das Liquid Plasma immer, dass ich je nach Befinden, wie kochen, ein paar Tropfen von dem, ein paar Tropfen von dem, ein paar Tropfen von dem mit destilliertem Wasser vermische und das konsumiere oder das auf meine Haut sprühe. Und ich denke, dann können solche Effekte, wie du hattest, Thomas, dass da irgendwie ein bisschen mehr gewachsen ist, als vorher da gewesen ist, die können dann auch nicht passieren. Ja gut, es ist ja ein bisschen nachgewachsen, ein paar Millimeter, und ist bis heute geblieben. Ja, es war nicht so schlimm, weil es ein kleiner C ist, aber es ist halt wahnsinnig schnell zugewachsen. Also das ist abgeheilt. Innerhalb von 2 Stunden war eine echte, offene, brennende Wunde, die war komplett zu. Also da habe ich mich gewundert. Ich habe es einfach nur vergessen. Bin mit dem Ding schlafen gegangen. Das hätte ich nicht machen dürfen. So, als nächstes würde ich noch Eisen machen. Das ist auch noch kürzer. Für die schon müde sind. Vieles ist nicht mehr. Eisen ist wichtig für den Sauerstoff- und Kohlendioxidtransport im Körper. Also auch wieder für die Blutkörperchen wichtig. Auch wichtig für das Immunsystem, ist auch wichtig für eine gute Stimmung, für guten Schlaf und für die Energiegewinnung, also für die Mitochondrien ist es ganz wichtig, die Kraftwerke in unseren Zellen, für die Muskeln auch noch. Dann, darum ist ganz gut, wenn man
anfällig ist für Insektenbisse oder Bakterienbefall oder Parasitenbefall. Also wenn man leicht gebissen wird von Insekten oder auch, gut, Parasiten ist wieder ein ganz eigenes Thema, müssen wir wieder extra drüber sprechen, wie kann man das überhaupt erkennen. Aber wenn es da eben eine Anfälligkeit gibt, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen, dass man Eisen braucht. Eisen ist auch wichtig bei Angstzuständen. Blassem Gesicht, das ist ja ein typisches Zeichen für eben Eisenmangel. Blasses Gesicht, Blutmangel, brüchigen Nägeln, Depressionen, ja, Eisenmangel, also diagnostizierter Eisenmangel, Haarausfall, Herz- und Herzproblemen und Müdigkeit steht jetzt nicht hier, aber wir hatten vorher einen guten Schlaf. Also alles, was man eigentlich fürs Blut braucht, zum Blut aufbauen, da ist Eisen ganz wichtig mit dabei. Auch wenn man zum Beispiel so müde ist, so den ganzen Tag, oder dass man so müde ist, dass man sich überhaupt nicht mehr, also am Abend, klar, aber untertags, dass man im Stehen einschlafen könnte, das ist auch oft ein ganz starker Eisenmangel. Eisen ist auch wichtig bei Lungenproblemen, bei Mittelohrentzündung, Restless Legs, ich glaube, das kennen eh die meisten, das ist, wenn man so mit den Beinen zuckt, auch wenn man in der Nacht nicht schlafen kann, wenn man das Gefühl hat, man muss die Beine bewegen. Ja, bei Schlafstörungen, bei Schwindel, vor allem dann, also viele Leute haben ja heutzutage auch einen seltsamen Schwindel, was vielleicht auch mit der Anhebung der Frequenzen zu tun hat, so allgemein von der Erde, fünfte Dimension und so weiter. Gemeint ist vor allem auch der Schwindel, wenn ich gerade bei Frauen aus gebückter Haltung aufstehe. Also durch die Regelblutung verlieren wir ja viel Blut und damit Eisen. Und da ist natürlich auch dann dieser Schwindel damit begleitend. Eisen ist wichtig bei Sport, auch bei Tinnitus und bei Wachstumsstörungen. Ja, wichtig ist die Kombination Eisen mit Kupfer, weil alles, was ich gerade aufgezählt habe, da gibt man mal Eisen. Und wenn das aber nicht ausreicht, also wenn man schon Eisen nimmt, auch also Eisenpräparate haben wir eh schon besprochen, aber wenn ich jetzt eben kolloidales Eisen nehme oder auch Eisen ganz Wasser oder Liquid Plasma von Eisen, wenn das nicht ausreicht, dann nimmt man noch Kupfer dazu, weil das eben dann viele weitere Probleme ausgleichen kann. Gut, und also die Überlegung ist eben, ob man das ganz, ganz Wasser, Liquid Plasma, eben in der Anwirkung und Wirkungsweise mit den kolloiden und monoatomaren Substanzen vergleichen kann. Wir haben eh schon ein bisschen drüber gesprochen. Und einfach mit diesem Bewusstsein von den Dingen, die ich euch gerade gesagt habe, arbeite ich jetzt noch viel mehr, gerade mit diesen drei Grundgänsen, die wir bis jetzt alle gemacht haben. Und beobachte einfach mal so, was sich da so tut. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke dir, Lisa. Also das war ja mal ein super vorbereiteter Vortrag. Und ich muss einfach sagen, wenn ich mir so die internationalen Schulungen angucke und unsere deutschsprachigen Schulungen mit deutschsprachiger, ich sage jetzt nicht mit deutscher, sondern mit deutschsprachiger Gründlichkeit, haben wir einfach ein Niveau. Da brauchen die englischsprachigen Jungs noch eine ganze Menge Zeit. Jungs und Mädels, sorry. Alleine die Pünktlichkeit des Anfangs, haha. Ja, ich weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, wir sollten den Leuten noch so die akademische Viertelstunde geben, aber vielleicht sollten wir auch in einen Erziehungsprozess gehen und sagen, wir fangen pünktlich um 7:30 an und wer um 7:30 eben nicht da ist, der verpasst eben ein bisschen was und muss es sich hinterher auf dem Video anschauen. Was meint ihr dazu? Da wäre ich für, weil, wie gesagt, man gewöhnt sich dran und dann kommt man gleich das nächste Mal eine Viertelstunde später. Genau. Also ist gut so, wie es ist. Bisschen Karenzzeit, aber dann Butter bei die Fische, weil wir wollen ja was erreichen und nicht nur einen Laberclub hier eröffnen. Davon hat es genug rundherum. Also Laberclub hatte ich hier bei unseren deutschsprachigen Meetings nie das Gefühl, dass da nur rumgelabert wird. Ja, genau. Und das finde ich auch ganz toll. Und das macht uns auch, das bringt uns einen großen Unterschied zu dem Rest, weil wir hier doch, glaube ich, eine ganze Menge Substanz transportieren und das ist wirklich
ziemlich klasse. Also ich erzähle gerne noch mal was über das Wasser, weil das war noch viel zu dünn besiedelt, um die Sachen, die wir täglich machen, mit ganz mit der richtigen Wertigkeit zu besetzen. Also du bist vorgebucht für Donnerstag. Ich weiß nicht, ob der Herr Kescher am Donnerstag einen Workshop macht. Wenn ja, dann würden wir natürlich wie immer eine Zusammenfassung geben. Oder was heißt wir? Das bleibt natürlich wieder an Mario hängen. Einmal Mario. Aber ansonsten, also ich denke, da stimmen wir überein. Also dieser Vortrag über Wasser und seine hexagonale Struktur, das ist auch super, super interessant. Deckt sich auch mit den Erkenntnissen von dem Dr. Klaus Vollkammer, der gesagt hat, dass an Phasengrenzen sich sozusagen das Plasma manifestiert. Und wenn wir hier sozusagen unterschiedliche Formen, also wenn jedes Wassermolekül von einer anderen Form von Wasser umgeben ist, du sagtest, glaube ich, H2O3, ne? H3O2. Also es fehlt ein H. Ein H geht flöten und was übrig bleibt, ist H3O2. Und das ist dieses eine Proton-Neutron-Ding, was eben fehlt und beziehungsweise abgeht. Und dadurch entsteht das H3O2 und dann entstehen die hexagonalen Strukturen und dann passieren alle möglichen Sachen, die man einfach nur einer Pflanze oder sonst was zuschiebt. Also ich kann da gerne noch mal ein paar Minuten was dazu sagen, das nächste Mal nach den Zusammenfassungen, wenn die anderen schon langsam ins Bett gehen. Also ich glaube, das ist inzwischen so spannend, dass keiner früher ins Bett geht. Die Ingrid hatte mich auch schon mal auf das Thema, jetzt schreibt die Ingrid, da hat sie gerade geschrieben, das ist sehr interessant. Okay, aber ich sag mal, für heute, wir haben es jetzt 22.04 Uhr, beenden wir mal das deutschsprachige 18. Meeting und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Wie immer an dieser Stelle möchte ich euch bitten, das noch ein bisschen zu verbreiten, dass mehr Leute dazukommen und dass einfach mehr Leute wissen, was wir hier eigentlich so machen, jeden Dienstag und Donnerstagabend. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Das ist das Ende von dem 18. deutschsprachigen Workshop. Der nächste findet statt am 25. August um 19.30 Uhr mit derselben Zoom-ID 215-259-987. Und wir freuen uns über alle Neuzugänge und wir freuen uns natürlich auch über alle, die schon da sind und wiederkommen. Also schönen Abend euch allen. Darf ich noch kurz was sagen? Oder sind schon alle weg? Na, sechs Leute haben sich inzwischen verabschiedet. Klar kannst du nicht sagen. Weil ich eben gerade gefragt wurde im Chat, ob ich das irgendwo hochladen kann. Ich glaube, man kann schon eine PowerPoint oder halt dann die PDF dazu auf Facebook hochladen. Ich stelle es auf meine Seite. Mein Facebook-Name ist Lisa. Lisa, wer mit mir befreundet sein will, bitte schickt mir auch eine Private Note. Ich bekomme so viele komische Anfragen. Ich nehme niemanden an aus Angst vor Trollen. Also Angst habe ich nicht, aber ich nehme fremde Leute einfach nicht als Freunde an. Also wer mich von hier kennt und mir eine Freundschaftsanfrage schicken möchte, dann bitte auch dazu eine Private Note. Sonst kann es sein, dass ich euch nicht annehme. Okay. Eine Garantie, dass da keine Trolle bei sind, hast du damit natürlich nicht. Ne? Weil Trolle Natürlich nicht. Ich schaue mir dann auch die Seiten an von denen und habe ich nie die Garantie, das stimmt schon, ja. Es gibt richtige Profis, ja, die wirst du nicht so schnell erkennen. Also die haben auch ein perfektes Profil mit allem drum und dran. Also, okay. Gut, ihr braucht aber hier eine Freundschaftsanfrage schicken, weil ich ja eh öffentlich meine Seite habe. Also könnt ihr es wahrscheinlich eh so runterladen. Ja, die Alternative wäre, das auf eine Seite von einer Facebook-Gruppe zu laden. Das hängt dann mit deiner nicht unmittelbar direkt zusammen. Ja, stimmt. Dann mache ich es auch. Donnerstag den Link, wenn du das dann irgendwo hochgeladen hast, den Donnerstag hier nochmal nennen. Ja, da bin ich nicht da. Ich werde es entweder bei mir oder in Cache Foundation Österreich
wie heißt das? Ja, Österreich. Hochladen. Also, also was ich vorschlagen würde, ist Cache Deutsch. Weil das ist okay. Relativ neutral. Und da bin ich Administrator, da musst du also nicht abwarten, tagelang, ob das vom Administrator angenommen wird oder ob der das nicht gut findet. Das ist dann sofort online für uns alle. Okay, Cache Deutsch. Gut. Okay, also dann gute Nacht für alle. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.